Einen schönen guten Morgen. Wir legen los. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Ja, ich begrüße Sie alle zu unserer heutigen dritten Sitzung. Würde ich mich freuen, wenn der Geräuschpegel ein bisschen weniger wird. Danke. Insbesondere begrüße ich Frau Senatorin Jarasch und Frau Staatssekretärin Dr. Karcher. Ich nehme an, dass sie noch kommt. Und Herrn Staatssekretär Kamprad. So, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich einige allgemeine Hinweise erteilen. Pairing-Vereinbarung durch den ältesten Ratsbeschluss vom 22. Februar. Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung an dem oben genannten Datum die fraktionsübergreifende Pairing-Vereinbarung wieder aufgehoben, sodass nunmehr wieder alle 20 Ausschussmitglieder, das sind 18 ordentliche und 2 beratende Mitglieder, vor Ort an der Sitzung teilnehmen können. Sie haben am 25. Februar eine E-Mail des Ausschussbüros erhalten und in dieser E-Mail waren die getroffenen Vereinbarungen und die konkreten Auswirkungen auf unseren Ausschuss noch einmal ausführlich erläutert worden. Vor dem Hintergrund der Beschlüsse des Ältestenrats ist uns heute Frau Züchner, sie ist die Referatsleiterin des Referats Klimaschutz und Klimaanpassung der Abteilung Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün der ZNUMVK. Zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 über Webex zugeschaltet. Ich bitte die Senatorin Frau Jarasch, uns hier vorne jeweils zu signalisieren, wenn ein Wortbeitrag durch die Übertragung gewünscht ist. Ein weiterer Punkt ist die Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen durch die Presse. Die Sitzung wird hier, wie in den letzten Jahren es üblich war, im Haus in den Multivisionsraum übertragen. Außerdem wird sie live auf der Homepage des Abgeordnetenhauses als Stream übertragen und ist danach im Internet auf Abruf verfügbar. Und ein anderer Hinweis ist es, wie Sie wissen, sind wir hier auch für den Bereich Verbraucherschutz zuständig. Deshalb möchte ich alle daran zu erinnern, darauf zu achten, welche Gegenstände mit erkennbaren Markennamen sich auf Ihren Tischen befinden, da diese potenziell im Bildausschnitt und damit auch im Stream zu sehen sein können. Ein weiterer Hinweis ist, nach § 4 Absatz 3 und Absatz 2 Satz 2 der Hausordnung des Präsidenten vom 28. Januar 2022 erteile ich das Einverständnis bezüglich der Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen durch die anwesende Presse. Ich gehe davon aus, dass der Ausschuss wie üblich damit einverstanden ist. Ich sehe keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Die Lüftungspause, wie Sie wissen, das aktuell geltende pandemiebedingte Schutzkonzept sieht nach 2 Stunden Sitzungszeit eine 15-minütige Sitzungspause vor. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir dafür alle diesen Raum verlassen müssen. So, Tagesordnung, Mitteilungen zur Einladung. Hier ist darauf hinzuweisen, Ihnen liegt die Einladung vom 23. Februar 2022 sowie die Mitteilung zur Einladung vom 1. März dieses Jahres vor. Die Koalitionsfraktionen haben den Antrag gestellt, den bisherigen Punkt Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses mit der Überschrift Vorstellung der Studie Berlin paris-konform machen. Diese Besprechung soll von der Tagesordnung abgesetzt werden
und um den neuen Punkt 2, das ist die Vorlage zur Kenntnisnahme, Drucksache Nummer 19-0188, Monitoringsbericht zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms, kurz BEK 2030, Berichtsjahr 2021, auf den Antrag der Koalitionsfraktion, dass man den folgenden Besprechungspunkt damit ergänzt. So, können wir darüber Einvernehmen herstellen? Gibt es wieder? Nein, kein Widerspruch, dann machen wir es so. Dann gibt es weitere Anträge oder Wortmeldungen zur Tagesordnung? Sehe ich nicht. Dann legen wir mit dem Punkt 1 der Tagesordnung los. Und das ist die aktuelle Viertelstunde. Im Vorfeld der Sitzung wurden folgende schriftliche Fragen zur aktuellen Viertelstunde im Ausschussbüro eingereicht. Gemäß Punkt 4 Absatz 6 unserer Verfassungsregeln rufe ich diese in der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs auf. Frage der Fraktion der SPD. Wer möchte diese Frage stellen? Bitte schön, Frau Kollegin Nina Lerch von der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich frage den Senat. Im Blumenviertel haben sich als Folge der Wiedervereinigung die Grundwasserstände nicht vorhersehbarerweise signifikant verändert. Die AnwohnerInnen sollen laut Koalitionsvertrag dabei unterstützt werden, ihre Gebäude gegen Grundwasserschäden zu schützen. Gibt es dazu bereits terminierte Informationsveranstaltungen für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger? Danke. Frau Senatorin Jarasch. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Das ist ein Thema, das, glaube ich, diesen Ausschuss auch in der letzten Legislatur wiederholte Male schon beschäftigt hat. Tatsächlich ist es so, dass es im Moment noch eine zentrale Grundwasserregulierungsanlage im Blumenviertel gibt. Die ist auch mit Senatsbeschluss noch mal verlängert worden bis zum 30. Juni diesen Jahres, auch in Anerkennung der besonderen Schwierigkeiten durch die Pandemie. Lage. Das war nochmal ein Entgegenkommen. Und natürlich ist mein Haus weiterhin mit den Betroffenen im Dialog und unterstützt auch die Betroffenen, um sich selbst, um ihre Gebäude und die Keller entsprechend zu schützen. Das opportune Mittel ist aus unserer Sicht dezentrale Anlagen, mit denen praktisch Wasser eben auch abgepumpt werden kann, Kellergeschosse dann für solchen hohen Grundwasserbeständen geschützt werden können. Das unterstützen wir auch. Da gibt es auch bereits erste Eigentümer, die sich da an mein Haus gewendet haben und eine erste dezentrale Anlage, die jetzt Ende des Jahres in Betrieb genommen worden ist. Das ist eine geeignete Maßnahme. Informationsveranstaltungen zu solchen Unterstützungsangeboten aus meinem Haus mussten jetzt leider wegen der Pandemie ausfallen. Es gibt Informationen über die Homepage und auch noch mal eine Einladung und Informationsangebote, die jetzt im Haus gerade vorbereitet werden, um noch mal diese Möglichkeiten, die wir haben, besser unter die Leute zu bringen. Danke, Frau Senatorin. Frau Lerch, haben Sie eine Nachfrage? Bitte. Ist denn geplant, hinsichtlich der pandemischen Entwicklung, also der Verbesserung in aller Hoffnung, auch Präsenzveranstaltungen mit den AnwohnerInnen durchzuführen? Danke, Frau Abgeordnete. Frau Senatorin, bitte. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit, wie gesagt, in den letzten Wochen und Monaten die Präsenzveranstaltungen abgesagt natürlich. Es werden aber kleine Gruppentermine sozusagen als Ersatz angeboten, wo man dann vielleicht auch noch besser erläutern kann, was geht und was nicht geht. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht nur eins noch dazu sagen. Dieses besondere Thema ist einzuordnen, wenn man über sinnvolle Lösungen nachdenkt, in die grundsätzliche Frage von Grundwassermanagement in dieser Stadt. Das ist letztendlich kein Einzelfall, den man nur als Einzelfall behandeln kann, sondern man muss es, wenn dann, in eine sinnvolle Gesamtstrategie einbetten. Vielleicht würde es sich lohnen, auch in diesem Ausschuss darüber mal vertieft zu sprechen bei einer anderen Gelegenheit. Dazu sind wir jedenfalls sehr gerne bereit. Danke, Frau Senatorin. Die nächste Frage stellt die Fraktion Die Linke. Wer möchte das Wort? Frau Gembock, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Anlässlich der Baumfällsaison und der vielen Proteste stadtweit zu Nachverdichtungsvorhaben fragen wir als Linksfraktion hier im Umweltausschuss heute, wie bewertet der Senat die Praxis der landeseigenen Wohnungsunternehmen, Fällarbeiten bei Nachverdichtungsprojekten
ohne vorliegende Baugenehmigung noch vor Beginn der Vegetationsphase am 1. März vorgenommen zu haben? Und wie viele solcher Fälle sind dem Senat aktuell dazu bekannt? Danke, Frau Abgeordnete. Frau Senatorin, bitte. Vielen Dank auch für diese Frage. Dazu muss ich zunächst mal sagen, dass die Frage davon ausgeht, dass es belegbare Fälle gibt von landeseigenen Wohnungsunternehmen, die da tatsächlich also ohne Baurecht, ohne Baugenehmigung bereits Baumfällungen vornehmen. Das wäre natürlich ein rechtswidriges Handeln, wenn es so ist. Ich muss aber im Moment sagen, ich höre von solchen Fällen. Es liegen uns aber keine belegten Fälle im Moment im Haus vor. Wenn es solche Fälle gegeben haben sollte in einem Bezirk, dann muss das Bezirksamt dagegen einschreiten. Ich kann aber gerne sagen, wenn sich solche Nachrichten häufen, ich gehe da auch gerne noch mal auf die zuständigen Stellen in den Bezirken zu, um dieses Problem noch mal grundsätzlicher anzugehen. Denn die Fachaufsicht liegt dabei in den Bezirken. Zu dem Thema an sich glaube ich auch, das ist ein Thema, das uns noch viel beschäftigen wird. Denn wir haben es natürlich, wir haben es mit in einer verdichteten Stadt damit zu tun, dass Wohnungen gebaut werden müssen und wir das Kunststück einfach hinbekommen müssen, gleichzeitig so viel wie möglich Grünflächen, Freiräume und eben auch Bäume zu schützen und zu erhalten. Als grüne Lunge dieser Stadt, aber auch als eine Erholungsmöglichkeit für die Bewohnerinnen der Gebäude. Und insofern ist es ein wichtiges Thema und ich wünsche mir dabei auch noch mehr Instrumente in die Hand zu bekommen, als wir sie jetzt schon haben, und werde auch daran arbeiten. Und es ist ein Thema, auch das möchte ich sagen, dass beispielsweise auch in so etwas wie das Wohnungsbündnis im Senat, in dem wir ja gerade mit der Wohnungswirtschaft darüber verhandeln, wie die 20.000 Wohnungen auch errichtet werden können. Und das sind die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften genauso dabei wie auch private und genossenschaftliche Unternehmen, wie wir es hinbekommen können, eben gleichzeitig so viel Grün wie möglich zu sichern, obwohl wir bauen. Danke, Frau Senatorin. Frau Kollegin, haben Sie eine Nachfrage? Ja, bitte. Bitte schön. Genau, also wir hatten ja auch in der letzten Legislaturperiode hier im Ausschuss schon zu der Frage der Baumfällsatzung viel gesprochen und es ist klar, dass da entschlossenes Handeln gefragt ist. Frau Senatorin, ich frage Sie, ob wir da auch jetzt zeitnah über die Baumfällsatzung und auch das Hofbegrünungsprogramm, was Sie im Rahmen Ihres 100-Tage-Programms angekündigt haben, aber auch, dass Sie, also dass wir darüber reden im Ausschuss, aber dass Sie auch gegenüber dem Bausenator auch noch mal rangehen an das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus von 2016, wo man möglicherweise tatsächlich hier entschlossen nachsteuern muss, um auch Hofbegrünung zu schützen. Danke, Frau Abgeordnete. Frau Senatorin, bitte. Danke. Es wäre zu viel der Ehre. Ich habe, glaube ich, als einzige Senatsverwaltung 5 Projekte für das 100-Tage-Programm anmelden dürfen. Das Hofbegrünungsprogramm ist nicht dabei. Das wäre dann das 6. gewesen. Trotzdem steht es natürlich auf der Agenda. Und ich werde alle gesetzlichen Möglichkeiten, die es gibt, noch mal anschauen und auch alle politischen Möglichkeiten. Ich hatte ganz ausdrücklich das Wohnungsbaubündnis angesprochen, weil das ja auch eine Gelegenheit ist, über gesetzliche Möglichkeiten hinaus auch vertraglich Dinge zu vereinbaren. Und ich finde, sowas sollten wir unbedingt zusätzlich nutzen, zusätzlich zu den Möglichkeiten, die wir als Land Berlin allein und jetzt eben über Gesetze oder über Förderprogramme haben. Ich glaube, morgen findet auch ein Baumgipfel des BUND statt. Und lassen Sie mich vielleicht aus diesem Anlass noch sagen, ein Instrument, das wir nachschärfen können, ist beispielsweise die Baumschutzverordnung, die einige Baumarten beispielsweise bis jetzt ausspart, die da nicht geschützt werden können. Wir müssen uns nur klar machen, wenn Baurecht erstmal vorliegt, ist es das schärfere Schwert. Da wird auch eine Baumschutzverordnung nichts dran ändern können. Sie kann aber im Vorfeld dafür sorgen, dass in den Planungen gleich mehr Rücksicht genommen werden muss auf den Baumbestand. Danke, Frau Senatorin. Und dazu hat sich aus der AfD-Fraktion Herr Hansel gemeldet. Sie können als Ihre eigene Frage eine Frage stellen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Es würde um die eigene Frage gehen, wenn es in Ordnung ist. Ja, Frau Senatorin, wir haben jetzt eine besondere Situation durch den Angriff der Russen auf die Ukraine in Richtung Kohleausstieg und verfrühten oder frühzeitigen Kohleausstieg. Herr Hansel, Entschuldigung, ich muss Sie unterbrechen. Ja.
Ich ging davon aus, dass Sie zu der Frage von Links. Ich habe gerade eine eigene, dann stehe ich das zurück und mache es dann später. Entschuldigung. Weil die Eingereichten müssen zuerst gestellt werden, die eingereichten Fragen. Und deshalb ist die Grüne Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dran. Wer möchte die Frage stellen von der Grünen Fraktion? Herr Lux, Herr Taschner, Herr Lux, bitte schön, Sie haben das Wort. Danke, Herr Vorsitzender. Sorry. Ich frage zum Gas. Es haben ja bundesweit 40 Unternehmen sogenannte Gasdiscounter angekündigt, Gas nicht mehr zu liefern. Und deswegen frage ich den Senat, wie bewertet er es aus verbraucherpolitischer Sicht, dass Verbraucherinnen bei Einstellung der Gaslieferung durch ihren Gasversorger und Rückfall auf den Grundversorger ihren Gas zu einem teureren Tarif als dem der Bestandskundinnen beziehen müssen. Danke, Herr Abgeordneter. Frau Senatorin, bitte. Vielen Dank. Also ganz generell ist dazu zu sagen, dass die Grundversorgung mit Gas, mit Energie eben ein Teil der Daseinsvorsorge ist und es insofern natürlich hochproblematisch ist, wenn es zum Teil dann auch zu einer wirtschaftlichen Überlastung von einigen VerbraucherInnen kommt, die plötzlich so eine hohe Gasrechnung bekommen, dass sie tatsächlich nicht mehr finanzieren könnten. In dem Fall allerdings ist, und das ist mir schon wichtig, darauf hinzuweisen, Sie haben das Stichwort schon genannt, ist es im Grunde durch eine sehr rechtlich sehr problematische Praxis einiger Billiganbieter entstanden, das Problem. Es gibt Geschäftsmodelle auf dem Markt, die mit sehr günstigen Gaspreisen werben. Man muss dazu sagen, dass es bei den Gaspreisen immer ein Problem gibt, weil die Preise sich übers Jahr berechnen, aber das Gas letztendlich nur im Winter in der hohen Menge benötigt wird, weil es ja zur Wärmeversorgung der Wohnungen vor allem dient. Und das führt dann dazu, dass Leute einen sehr billigen Tarif bei Billiganbietern abschließen und sich darauf verlassen. Und diese Billiganbieter haben, als dann die Gaspreise in die Höhe, Energiepreise gestiegen sind, und das war zum Teil durch erhöhte Nachfrage auch aus Asien und anderen Teilen der Erde begründet, das war noch ausdrücklich vor der Ukraine-Krise, um das auch gleich dazu zu sagen, sind die Energiepreise ja jetzt schon seit Monaten in die Höhe gegangen, hat dazu geführt, dass einige dieser Billiggasanbieter dann einfach ihre Kunden nicht mehr versorgt haben, also Konkurs angemeldet haben oder einfach ihren Betrieb eingestellt haben, die Kunden nicht mehr bedient haben. Und damit sind die Kunden automatisch auf den Grundversorger zurückgefallen. Das ist bei uns in Berlin die GASAG. Die GASAG musste die praktisch mitversorgen. Und das bedeutet auch, sehr kurzfristig zu sehr hohen Preisen Gas einkaufen, um auch diese Neukundinnen und Kunden versorgen zu können. Die GASAG hat darauf reagiert, indem sie zwar die Versorgung all dieser Kunden sichergestellt hat, aber einen Splitting-Tarif eingeführt hat. Das heißt, es gab für die Neukundinnen und Kunden einen deutlich erhöhten, höheren Gastarif. Das hat natürlich zu Unzufriedenheit und zu Sorgen bei den Verbrauchern geführt. Die GASAG hat uns gegenüber, denn wir haben ein Gespräch dazu geführt, bei dem auch hier unser Verbraucherschutzstaatssekretär anwesend war. Wir haben mit der GASAG gesprochen. Die haben das natürlich auch damit begründet, dass sie ihre Altkundinnen und Kunden jetzt davor bewahren wollten, plötzlich viel höhere Tarife zahlen zu müssen. Sie haben deswegen den Splitting-Tarif eingeführt. Sie haben uns zugesagt in diesem Gespräch, und darüber bin ich auch sehr froh, dass Sie diese Praxis einstellen werden, dass es also wieder einen gemeinsamen Tarif geben wird für die Neukundinnen, die bei der GASAG bleiben, sage ich jetzt auch mal dazu. Das heißt, der Tarif wird wieder runtergehen. Aber nochmals, ich möchte nochmals betonen, das eigentliche Problem ist durch das rücksichtslose Marktgebaren dieser Billiganbieter entstanden. Und die GASAG hatte ein Folgeproblem, weil sie die Folgen dieses Marktgebarens auffangen sollte. So viel dazu. Danke, Frau Senatorin. Herr Kollege, haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Senatorin. Also dann gehe ich davon aus, dass Sie sich nicht der Klage anschließen, die ja in NRW die Verbraucherzentralen gegen die Grundversorger gerade eingeleitet haben aufgrund der Splitting-Tarife. Aber was raten Sie allgemein den Verbraucherinnen und Verbrauchern, um ja nicht in eine Lage zu kommen, dass ihnen irgendwann der Gas dann abgestellt wird, beziehungsweise sich vor solchen Problemlagen zu schützen? Danke, Herr Abgeordneter. Frau Senatorin, bitte. Ich rate Ihnen,
Natürlich, wenn Sie Fragen haben, einen Besuch in unseren Verbraucherzentralen. Tatsächlich, von denen wir ja dabei sind, übrigens Frau Genburg, das tatsächlich als Teil unseres 100-Tage-Programms. Auch wir suchen einen weiteren Standort auch im Osten der Stadt für eine Verbraucherzentrale, damit überall die Verbraucherzentralen gut erreichbar sind. Es ist tatsächlich, man muss einfach Vor- und Nachteile abwägen. Ich glaube, ich habe das jetzt schon deutlich genug gemacht. Es gibt manchmal vermeintlich günstige Angebote, die aber im Nachhinein vielleicht nicht das Beste sind für Kundinnen und Kunden. Und deswegen ist eine Beratung gerade auch zu Energiefragen wichtig. Das würde ich dringend empfehlen. Ansonsten, aber das müssen wir an anderer Stelle vertiefen, werden wir über das Thema Versorgungssicherheit in nächster Zeit auch noch mal auch sehr vertieft diskutieren und auch noch mal andere Maßnahmen natürlich ergreifen müssen, da wir durch den Krieg in der Ukraine noch mal eine andere Situation haben. Danke, Frau Senatorin. Weitere schriftliche Fragen liegen mir nicht vor. Die Fraktion der FDP hat im Vorfeld dieser Sitzung angekündigt, eine mündliche Frage zum Thema Sturmschäden in Berlin stellen zu wollen. Wer möchte das Wort? Ja, Herr Reifschneider, bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen, Frau Senatorin und liebe Kolleginnen und Kollegen. Können Sie schon eine Bilanz der Sturmschäden der vergangenen zwei Wochen ziehen mit Blick auf die Berliner Forsten und die Berliner Grünanlagen? Danke, Herr Abgeordneter. Frau Senatorin, bitte. Vielen Dank, Herr Reifschneider. Wir sind noch dabei, aber einiges kann ich Ihnen auf jeden Fall heute schon sagen. Es ist einmal so, dass die Sturmtiefs der vergangenen Tage jetzt eine Schadholzmenge quasi von ungefähr 10.000 Festmeter, also Kubikmeter, erbracht haben. Man muss allerdings sagen, dass insgesamt diese Stürme den Berliner Forsten, dem Berliner Wald dann doch weniger geschadet haben als Stürme, die es schon gab, wie Xavier zum Beispiel 2017 oder so. Also es gab Stürme, die schon bedrohlicher waren für unseren Waldbestand insgesamt. Die Schäden sind relativ gleichmäßig verteilt über unsere vier Forstämter in Berlin, also Tegel, Pankow, Grunewald und Köpenick. Man muss, um die Dimension, das ist vielleicht ganz interessant, hier mal darzustellen, 10.000 Festmeter, wie viel ist das eigentlich? Man sagt, im Vergleich zu dem gesamten Holzvorrat, über den wir in Berlin verfügen, das haben wir circa 5 Millionen Kubikmeter Holz. Und das bedeutet, allein die Kiefern beispielsweise haben 55.000 Vorratsfestmeter. Der Schaden ist also in einer überschaubaren Zeit vermutlich nachgewachsen innerhalb eines Monats. Trotzdem haben wir natürlich eine Situation, wo wir erstens mehr Bäume brauchen für unsere Luft und als CO2-Speicher. Und dann muss man auch dazu sagen, dass sich schon auch gezeigt hat, dass natürlich vor allem die Bäume jetzt geschädigt wurden, auch entwurzelt wurden, die vorher schon geschädigt waren. Und das ist die eigentlich spannende Frage, der sich es eigentlich lohnt nachzugehen. Also es waren oft Bäume, die durch Dürreperioden, weil wir eben Hitzesommer hatten, das bedeutet dann eben auch, weil sie zu wenig Wasser bekommen, entsprechende Folgeschäden beispielsweise hatte schon geschädigt waren. Und der zweite interessante Befund, wie ich finde, ist, dass es vor allem die Nadelbäume waren, die jetzt betroffen waren von diesem Sturm. Liegt zum Teil auch daran, dass die im Winter halt ein Nadelkleid haben und dadurch vom Sturm besser erfasst werden können und dadurch der Sturm für sie gefährlicher ist als für die entlaubten Laubbäume. Trotzdem bestärkt uns das darin, dass wir mit dem Mischwald Programm weitermachen wollen, dass wir also versuchen wollen, eben statt hauptsächlich Nadelwäldern vor allem Mischwälder hier zu haben. Bei den Straßenbäumen ist es so, dass die im Fachvermögen der Bezirksämter sind und insofern die endgültigen Zahlen auch über die Bezirke ermittelt werden müssen. Es gibt ein Grünflächeninformationssystem in Berlin. Da gibt es auch Meldungen tatsächlich, da wird allerdings jetzt nicht unterschieden, ob der Sturmschaden, also ob die Bäume gefällt wurden nach einem Sturmschaden oder ob sie wirklich durch den Sturm entwurzelt wurden. Aber das spielt jetzt vielleicht hoffentlich hier auch keine Rolle. Da sind insgesamt 268 Bäume, Straßenbäume quasi in Berlin, die durch Sturmschäden jetzt in jüngster Zeit gemeldet wurden, beschädigt wurden und verloren gegangen sind. Wie gesagt, wir werden mit solchen, diese Stürme sind auch ein Teil
des Klimawandels. Und insofern werden wir in den nächsten Sommern, genau wie mit den Hitzesommern, eben verstärkt zu rechnen haben. Und ich kann nur sagen, es ist aller Mühe wert, sich dem Thema Wald, Bäume, Straßenbäume hier noch verstärkt zu widmen. Danke, Frau Senatorin. Herr Abgeordneter, haben Sie eine Nachfrage? Ja, vielen Dank für die Ausführungen und auch für die Vergleiche zu vorangegangenen Sturmereignissen. Ist nach Kenntnis des Senats geplant, die zerstörten Bäume im Straßenland zügig nachzupflanzen an gleicher Stelle oder bleiben die Baumscheiben oder Orte dauerhaft oder mittelfristig ohne Baum? Danke, Herr Abgeordneter. Frau Senatorin, bitte. Wie gesagt, die Pflege dieser Bäume ist eine Aufgabe der Bezirksämter. Ich bin sicher, dass die Bezirke sich bemühen werden, hier nachzupflanzen. Und wir werden sie auch dabei unterstützen. Es gibt ja dazu auch eine Zielvereinbarung mit den Bezirken. Die wird auch fortgeführt werden. Aber in dem Fall kann ich nur sagen, für unsere Bäume werden wir mehr tun müssen. Vielleicht auch noch, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Danke, Frau Senatorin. Es gibt zwei weitere spontane mündliche Fragen. Die AfD-Fraktion hat vorhin das angekündigt. Sie haben das Wort, Herr Hansel. Ja, vielen Dank und nochmal Entschuldigung für das Missverständnis vorhin. Ja, Frau Senatorin, Sie haben es gerade angesprochen am Ende Ihrer Ausführungen zu den Gaspreisen, die natürlich schon vor der Ukraine-Krise nach oben gegangen sind. Jetzt gehen sie allerdings noch weiter nach oben und es bleibt ja eine angespannte Lage und es bleibt eine angespannte Abhängigkeit von über 50% in Berlin, wie ja bekannt ist. Und nun hat der Ministerpräsident in Brandenburg, Dietmar Woidke, schon darauf hingewiesen, dass er nicht sieht, dass ein früherer Kohleausstieg, also vorgezogen auf 2030, denkbar ist. Er sagt, keine Denkverbote. Wie sehen Sie das im Verhältnis? Brandenburg hat natürlich andere Möglichkeiten, hat auch darauf hingewiesen, Photovoltaik und Sonnenenergie, da ist natürlich im Flächenland deutlich mehr möglich als in Berlin. Wie sehen Sie die Situation für Berlin, wo wir im Moment eben deutlich davon entfernt sind, mit erneuerbaren Energien unsere Versorgungssicherheit zu garantieren? Also es wird eine Brückentechnologie geben müssen, eine Brückenversorgung. Das ist im Moment das Gas, nur wenn das nach oben explodiert und insgesamt die Abhängigkeit schwierig sich darstellt und man weiß ja nicht, wie sich die weitere Entwicklung, wie das fortgeht. Wie sind da Ihre Gedanken, um die Energieversorgung und Wärmeversorgung Berlins nachhaltig sicherzustellen in der jetzigen Situation und in Bezug auf den Kohleausstieg? Danke. Danke, Herr Abgeordneter. Frau Senatorin, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Entschuldigen Sie, ich bin immer so voreilig. ja, danke für die Frage. Also Versorgungssicherheit, das hatte ich vorhin schon angedeutet, ist ein Thema, mit dem das ins Zentrum unseres Handelns rücken wird, das auch jetzt eben auch schon ein Thema war in dem Senatsbeschluss, den wir am Dienstag gefällt haben, als wir uns eben mit den Folgen des Krieges in der Ukraine für Berlin beschäftigt haben. Kurzfristig, das möchte ich hier einfach nur zur Beruhigung auch möglicher Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ist die Energieversorgung gesichert. Wir haben uns rechtzeitig, also die Gasversorger, die Grundversorger haben sich rechtzeitig eingedeckt, sozusagen die Gasversorgung jetzt ist gesichert. Gleichzeitig merken wir natürlich, dass wir dringend unabhängiger werden müssen von Energieimporten. Wir müssen aber gleichzeitig vor allem, und denn das bedeutet es ja, unabhängiger werden von fossiler Energie. Denn was wir im Moment importieren, sind Öl, Kohle und Gas, das ist einmal schädlich für den Klimawandel. Deswegen gibt es ja nun schon lange Bemühungen, davon unabhängig zu werden. Und zusätzlich wird es jetzt auch noch zu einem Sicherheitsproblem im Blick auf die Versorgungssicherheit. Insofern kann ich nur sagen, unsere Schlussfolgerung ist insgesamt eher, dass wir unsere Anstrengungen verdoppeln müssen, erneuerbare Energien tatsächlich auszubauen. Und davor, denn nur das wird uns langfristig unabhängig machen. Kohle ist kurzfristig noch verfügbar. Kohle ist aber auch ein begrenzter Rohstoff. Und auch die Atomdebatte ist ja in den letzten Tagen schon wieder aufgekommen. Da hat der Bundesklima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck, weil er, genau wie Sie das sagen, sagt, Fragen müssen erlaubt sein und prüfen muss in so einer Situation natürlich immer möglich sein. Auch diese Option noch mal geprüft. Ein kurzfristiges Hochfahren von Atomkraftwerken ist gar nicht möglich, allein durch die Art, wie Brennstäbe produziert werden. So, das ist also nichts, was quasi wie so eine Brückentechnologie eingesetzt werden könnte und ist an sich
ein hohes Risiko, ein hohes Sicherheitsproblem. Insofern ist es keine Option. Trotzdem sollte es keine Denkverbote geben. Aber auch nach dem Prüfen all dieser Optionen komme ich eher zu dem Schluss, wir werden den erneuerbaren Ausbau verstärken müssen. Da werden wir auch gerade mit unserem Nachbarland Brandenburg, Sie haben es erwähnt, intensiv sprechen müssen. Denn Berlin muss eigene Möglichkeiten nutzen. Da werden wir sicher gleich auch heute noch mal drüber sprechen, wenn wir über das BEK sprechen. Stichwort Photovoltaik, aber auch Abwärme, Geothermie. Wir müssen alles tun, was wir hier in Berlin tun können, um auch selber erneuerbare Energien zu produzieren. Gleichzeitig werden wir das nur gemeinsam mit unserem Nachbarland Brandenburg hinbekommen. Und zugleich, und auch das ist, glaube ich, eine sehr dringliche Frage, werden wir auch stärker als in der Vergangenheit vielleicht wieder darüber sprechen müssen, dass wir auch darüber sprechen müssen, wie man Energieverbrauch einsparen und drosseln kann. Das hat viel mit individuellem Verhalten natürlich zu tun. Da ist viel ohne große Anstrengungen möglich. Und wie wir auch noch stärker in die Energieeffizienz reinkommen. Auch da gibt es Maßnahmen, beispielsweise beim Umgang mit Heizanlagen in Häusern. Das sind Möglichkeiten, die kosten vielleicht Hauseigentümer ein bisschen was, können den Energieverbrauch aber kurzfristig deutlich senken. Und ich glaube, auch über solche Maßnahmen müssen wir aus gegebenem Anlass dringend sprechen. Danke, Frau Senatorin. Eine Nachfrage, bitte, Herr Abgeordneter. Ja, vielen Dank und auch vielen Dank dafür, dass Sie erwähnt haben, den Bundesklimaminister. Kurz noch die Nachfrage dazu. Es ist sicher richtig, dass wir neue Kernkraftanlagen so schnell nicht hinbekommen. Haben Sie völlig recht. Dennoch die Frage, wenn jetzt sowas diskutiert wird und die Frage dann kommt, bundesweit in Bezug auf die Abschaltung der noch restlichen zwei Kernkraftanlagen, sehen Sie da Flexibilität, dass vielleicht diese Stilllegung aufgrund der jetzigen Situation vielleicht doch noch mal zu verschieben? Danke, Herr Abgeordneter. Frau Senatorin, bitte. Wie gesagt, insbesondere bei Atomkraftanlagen, jedes Atomkraftwerk ist ein Sicherheitsrisiko. Und insofern ein hohes Sicherheitsrisiko. Da muss man, auch wenn wir in diesen Tagen bestimmt wieder öfter alle an Tschernobyl denken, seit russische Truppen das Gebiet um Tschernobyl erobert haben, muss ich da vielleicht nicht noch mal dran erinnern. Die sind ein hohes Risiko und wir wären verrückt, wenn wir uns in so ein Risiko freiwillig wieder begeben würden. Ich bin sehr froh, dass es in diesem Land gelungen ist, aus einer solchen Hochrisikotechnologie, nachdem die Risiken wirklich erkannt worden sind, auch wieder auszusteigen, auf einem friedlichen, zivilen, sogar auf einem Verhandlungsweg. Ich denke nicht, dass das eine Option ist, das jetzt wieder rückgängig zu machen. Wir können froh sein, dass wir das hinbekommen haben, bevor hier was wirklich Schlimmes passiert ist. Danke, Frau Senatorin. Die nächste spontane mündliche Frage geht an die Fraktion der CDU. Herr Freimark, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und einen schönen guten Morgen nochmal in die Runde. Ich will aufgrund der aktuellen Berichterstattung der Berliner Zeitung Frau Senatorin nochmal nachfragen zu den Aktivitäten der sogenannten letzten Generation, die das Ziel ja hat, Essen zu retten, dafür aber sehr schwierige Aktionen ja immer wieder auch ankündigt und auch durchführt. Wie bewerten Sie dieses Engagement und hat das dazu geführt, dass Sie bei dem Thema Essen retten vielleicht auch schon mit eigenen Ideen, Initiativen oder auch gar Gesprächen mit den Aktivisten aktiv geworden sind? Danke, Herr Abgeordneter. Frau Senatorin, bitte. Ich glaube, wir haben das hier sogar schon diskutiert. An meiner Grundhaltung hat sich durch keinen der Berichte irgendwas geändert. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ich finde das Ziel und den Grund dieser Proteste hochlegitim natürlich und teile den auch, finde aber Protestformen, mit denen man sich und andere gefährdet, hochproblematisch. Das habe ich von Anfang an gesagt, daran hat sich nichts geändert. Ich habe hier auch schon gesagt, dass ich befürchte, dass die Art der Protest, die Form, die die Demonstrantinnen und Demonstranten gewählt haben, dazu führt, dass dieses legitime Ziel eher an Überzeugungskraft verliert. Und das würde mir sehr leid tun, denn ich halte das Thema Kampf gegen Lebensmittelverschwendung für ein Thema, für das man in diesem Land Mehrheiten gewinnen kann. Was man allerdings konstatieren muss, so dies alles gesagt habend, ja, muss ich feststellen, dass das Thema Lebensmittelverschwendung
insgesamt mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Und das zumindest ist gelungen. Natürlich ist auch auf diese Weise hat ein Thema wieder Aufmerksamkeit bekommen. Und insofern kann ich nur sagen, lassen Sie uns vielleicht auch einen solchen Ausschuss wie hier, der ja ein Forum auch sein kann, um Themen in die Öffentlichkeit zu heben, lassen Sie uns den in Zukunft nutzen, um solche Themen auch auf eine andere Weise in die Öffentlichkeit zu heben. Denn das Thema an sich hat es verdient. Danke, Frau Senatorin. Dazu hat sich auch Herr Staatssekretär Kamrat gemeldet. Bitte schön. Ja, ich darf vielleicht die Gelegenheit nutzen, um auch darauf hinzuweisen, dass Berlin in der vergangenen Legislatur schon führend war im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Wir haben beispielsweise erstmals den Preis gegen Lebensmittelverschwendung vergeben, den wir auch im zweijährigen Turnus vergeben werden. Wir haben eine Bundesratsinitiative eingebracht zum Thema Containern, das Berlin gerne legalisieren würde und freuen uns da auch über die sich abzeichnende Unterstützung auf Bundesebene. Wir haben ebenfalls im Bundesrat uns engagiert, Handelsketten zu ermöglichen, auch abgelaufene Lebensmittel auf rechtssicherer Basis sozusagen zur Verfügung zu stellen, wahlweise karitativ oder für andere Zwecke. Und wir werden das natürlich in der jetzigen Legislatur auch weiterführen. Also das wollte ich an der Stelle nur einmal betont haben, dass wir da auf einem guten Weg sind. Nichtsdestotrotz uns über jede Unterstützung freuen, diesen Weg noch verstärken zu können. Danke, Herr Staatssekretär. Herr Freimark, haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön. Ja, vielen Dank für das bisherige geleistete Engagement in dem Bezug. Ich persönlich habe den Eindruck, dass der Ton sich auch seitens der Aktivisten ja verschärft. Kann es denn eine Idee seitens der Senatsverwaltung sein, da die Gespräche auch mal direkt zu suchen oder gar mit einer Bundesratsinitiative aktiv zu werden? Weil ich habe den Eindruck, dass es den Aktivisten ja im Schwerpunkt um die Bundesebene geht und deren Gesetze, die gegebenenfalls angepasst werden müssten. Da ist ja die Frage, ob das Land Berlin hierbei unterstützt oder selber aktiv wird. Danke, Herr Abgeordneter, Frau Senatorin oder Herr Kamrat. Staatssekretär, nein, Frau Senatorin, bitte. Der Staatssekretär hat es ja schon gesagt, es gab Bundesratsinitiativen in der Vergangenheit. Natürlich können wir auch wieder mit Bundesratsinitiativen aktiv werden und würden dann aber vorher im Rahmen der Verbraucherministerkonferenzen auch um Mehrheiten werben für solche Themen. Aber wie Sie sagen, die Aktivisten selbst, ich glaube, Sie haben sogar schon mit Ihnen diskutiert, wenn ich mich nicht sehr täusche, die Aktivisten selbst interessieren sich ja eindeutig mehr für die Bundesebene. Danke, Frau Senatorin. In den Verfahrensregularien haben wir vereinbart, dass der Senat am Ende der aktuellen Viertelstunde die Möglichkeit erhalten soll, zu aktuellen Themen in kurzer Form zu berichten. Wenn Sie diese Gelegenheit wahrnehmen möchten, erteile ich Ihnen hiermit das Wort. Doch nicht, dann ist die aktuelle Viertelstunde damit abgeschlossen. Dann machen wir mit dem Punkt 2 der Tagesordnung, das ist die Vorlage zur Kenntnisnahme, Drucksache 19-0188, Monitoringsbericht zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms, kurz BEK 2030, Berichtsjahr 2021. Wie vorhin schon angekündigt, wurde dieser Tagesordnungspunkt von den Regierungsfraktionen angemeldet. Ist eine Begründung erwünscht? Wenn ja, ob alle drei Fraktionen begründen wollen oder wer möchte das Wort erteilt haben? Dr. Stefan Teichner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Sie haben das Wort, bitte. Dann mache ich das mal einfach unabgesprochen schnell. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das BEK ist eines der wichtigsten Instrumente, das wir hier in Berlin seit mehreren Jahren am Start haben, um auf den Weg der Klimaneutralität zu kommen. Angefangen wurde das ja schon vor zwei Legislaturen, damals unter der SPD-CDU-Regierung noch in einem größeren Prozess. Wir haben jetzt den Monitoring-Bericht vorliegen, haben aber auch gleichzeitig derzeit das laufende Online-Beteiligungsverfahren sozusagen für den nächsten Maßnahmenblock. Insofern macht es Sinn, dass wir dieses wichtige Thema heute auch mal im Ausschuss aufrufen, um einerseits auf den Monitoring-Bericht zu schauen, aber auch möglicherweise schon einen Blick in die Zukunft zu wagen. Was ist denn eigentlich geplant, was läuft denn gerade, vielleicht ein bisschen Verfahrensschritte erläutern, finden wir ganz spannend, aber vielleicht auch das BEK ein bisschen größer ziehen,
weil das BEK ist jetzt, besteht nicht nur aus seinen Einzelmaßnahmen, besteht nicht nur aus den Fördertöpfen, sondern es beschreibt ja die Gesamtstrategie des Landes Berlin auf dem Weg zur Klimaneutralität. Auch da lohnt es sich noch mal so ein bisschen einen größeren Blick drauf zu ziehen. Und wir sind sehr gespannt auf die Ausführungen der Senatorin und ihrer Verwaltung. Danke, Herr Abgeordneter. Gibt es weitere Wortmeldungen von den Koalitionsfraktionen? Das sehe ich nicht. Frau Senatorin, Sie haben das Wort. Dankeschön. Ja, Herr Taschner, vielen Dank auch für diese Begründung, denn eines ist mir tatsächlich ganz, ganz wichtig. Das BEK, das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm, ist nicht einfach ein 20-Millionen-Förderprogramm. Ich hoffe, es ist Ihnen allen klar, dass wir die Klimaneutralität in dieser Stadt nicht mit 20 Millionen Förderprogramm erreichen werden. Das ist allein, wenn wir über die Investitionsnotwendigkeiten für Klimaneutralität nachdenken, haben wir es hier eher mit hohen Milliardenbeträgen zu tun, um das gleich mal dazu zu sagen. Das heißt, das BEK ist auch ein Programm, in dem es diverse Einzelmaßnahmen, ca. 100 Einzelmaßnahmen gibt. Es ist aber vor allem, und das ist mir wichtig, es ist eine Gesamtstrategie. Das BEK enthält Strategien aus allen einschlägigen Sektoren und politischen Handlungsfeldern, wie die jeweiligen Handlungsfelder dazu beitragen können, dass wir klimaneutral werden. Und dafür ist es auch ganz wichtig, sich klarzumachen, das geht nur als Gemeinschaftswerk. Das BEK ist ein Gemeinschaftswerk. Es wird zwar der Monitoringbericht von meinem Haus vorgelegt, aber beigetragen haben auch andere Senatsverwaltungen. Und für einzelne Maßnahmen haben auch andere Senatsverwaltungen die Federführung. Das läuft nicht alles über die Klimaschutzsenatorin. Und so funktioniert Klimaschutz auch nicht. Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn es wirklich eine gemeinsame Verantwortung aller Senatsverwaltung, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft in dieser Stadt ist. Anders wird es nicht funktionieren. Und das, deswegen würde ich mich freuen, wenn wir die Debatten auch über das BEK hier auch in diesem Sinne führen und uns die Novellierung des BEK eben auch nutzen, um uns anzuschauen, welche Strategien braucht es vielleicht in den einzelnen Sektoren, um auch noch voranzukommen. Also, wir haben es mit einem strategischen Gesamtprogramm zu tun und dieser Monitoringbericht wird jährlich dem Abgeordnetenhaus vorgelegt und auf der Grundlage des Monitoringberichts wird das BEK dann eben auch regelmäßig novelliert und fortgeschrieben und auch dazu sind wir quasi gesetzlich verpflichtet und das wollen wir tun. Und hier möchte ich gleich eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist, nämlich zum Thema Beteiligung. Es läuft diese Novellierung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms, die leisten wir nicht alleine. Es gibt Online-Beteiligungsmöglichkeiten, das hatte Herr Taschner schon erwähnt. Und es gibt auch Fachforen, zu denen die Öffentlichkeit eingeladen wird, wo auch diskutiert wird, welche Maßnahmen man eigentlich tun könnte, um bei den einschlägigen Sektoren noch voranzukommen. Auch hier gibt es bereits Papiere, ich halte jetzt hier mal einfach eins in die Kamera, die ja auch zugänglich sind, wo erstmal Ideen gesammelt werden, mit welchen Maßnahmen wir noch beschleunigt vorankommen müssen, wo wir vor allem noch besser werden müssen. Und alle diese Maßnahmen werden wir natürlich auch bewerten und dann in die Novellierung einfließen lassen. Gleichzeitig haben wir als Teil des 100-Tage-Programms tatsächlich wollen wir ja insgesamt die Steuerung der Klimaschutzmaßnahmen, die sogenannte Klima-Governance, verbessern. Dazu gehört auch, dass ein Klimabürgerinnenrat eingerichtet wird. Das sind jetzt bereits die Einladungen verschickt worden an durch Zufallsgenerator gewählte Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt, die aufgerufen werden, sich daran zu beteiligen. Wir sind sehr gespannt auf die Rückläufe und hoffen, dass wir so weit sein können, dass dann im April da vielleicht auch schon die erste Sitzung stattfindet. Dieser Klimabürgerinnenrat wird auch und sicher auch auf der Grundlage des BEK, weil das einfach ein Gesamthandlungsrahmen ist, diskutieren, wie auf den einschlägigen Feldern, also Gebäude, Verkehr, Energieversorgung, Wirtschaft und auch privater Konsum beispielsweise, was getan werden kann und soll für den Klimaschutz in Berlin, für die Klimaneutralität. Interessant wird dabei gerade für uns PolitikerInnen sicher auch sein zu hören, wozu sind diese BürgerInnen, die praktisch einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung darstellen, gerade weil sie durch einen Zufallsgenerator ausgewählt worden sind.
Wozu sind die bereit? Wo bremsen sie uns? Aber wo treiben sie uns womöglich auch an und wollen, dass wir viel weiter gehen, als wir es bis heute tun? Und die Empfehlungen dieses KlimabürgerInnenrats, die wird nicht nur der Senat natürlich bewerten und auch eine Stellungnahme dazu abgeben und entweder Maßnahmen übernehmen oder aber begründen, warum wir sie nicht übernehmen. Das ist das Mindeste, was ernsthafte BürgerInnenbeteiligung erfordert, sondern das wird selbstverständlich auch dem Abgeordnetenhaus zugehen, diese Empfehlungen des KlimabürgerInnenrats, und das Abgeordnetenhaus hat dann die Gelegenheit, im Rahmen der Novellierung des BEKs diese Empfehlungen auch zusätzlich noch einfließen zu lassen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn das auch passiert. Denn wir haben versucht, diese Prozesse, also die Arbeit des Klimabürgerinnenrats beispielsweise und die Novellierung des BEKs jetzt so zu verzahnen, dass es sinnvoll aufeinander aufbaut und auf jeden Fall alles, was hier an Arbeit geleistet wird, auch dann genutzt werden kann, auch für die Novellierung des BEKs. Also so viel vielleicht an dieser Stelle zum Thema Bürgerbeteiligung. Ich hatte schon gesagt, dass es natürlich ein breites Feld ist und die Fortschritte in den Sektoren, das werden Sie sehen, wenn Sie sich den Monitoringbericht anschauen, sind unterschiedlich. Beim Thema Energieversorgung, Energieerzeugung sind die Fortschritte relativ gut. Da hat übrigens nicht zuletzt der beschleunigte Kohleausstieg, Herr Hansel, auch einen maßgeblichen Anteil daran, dass das ganz positiv ist. Die Hauptprobleme, und auch das ist keine neue Erkenntnis, sind die Sektoren Gebäude und Verkehr. So. Und da muss man wirklich auch groß denken. Die Antwort auf einer ganz großen Ebene ist energetische Sanierung und Wärmewende. Das heißt, die Frage, wie eigentlich unsere Gebäude in Zukunft, mit welcher Art von Wärme die eigentlich versorgt werden. Denn eins muss man dazu sagen, die energetische Sanierung ist ein Megaprojekt für die nächsten Jahre, ist eins dieser Milliardenprojekte, die ich schon angesprochen hatte. Gerade die Sanierung in den Beständen, in den Berliner Mietshäusern ist teuer. Das wird der Staat auch nicht alleine machen können, da müssen wir unterstützen. Da brauchen wir aber Investitionen der Privatwirtschaft, völlig klar. Und wir brauchen Investitionen der Privatwirtschaft. Und auch darüber reden wir übrigens in dem Wohnungsbaubündnis. Das wird nicht zuletzt auch meine Rolle dort sein, klarzumachen, dass wenn wir über soziale, über günstige Mieten sprechen, denn auch darum geht es ja in dem Wohnungsbündnis, dass wir dann auch über die sogenannte zweite Miete sprechen müssen, die Heizkosten, die Nebenkosten. Und das hat nun mal mit energetischer Sanierung zu tun. Da erwarte ich auch Investitionen der Privatwirtschaft, die das auch aus Eigeninteresse tun. Denn wir haben eine CO2-Bepreisung und die führt dazu, dass es teuer werden wird, wenn nichts investiert wird. Gleichzeitig, und das möchte ich hier einfach nur, damit wir realistisch sind, dazu sagen, werden wir auch die Wärmewende dringend brauchen. Die energetische Sanierung allein wird es gerade aus weniger hochwertigen Baustoffen errichteten Gebäuden, die wir zum Teil im Bestand haben, nicht schaffen können, alleine hier schon für genügend CO2-Reduktion zu sorgen. Für die Wärmewende freue ich mich übrigens, dass nicht nur Staatssekretärin Karcher, sondern auch Frau Züchner hier aus unserem Haus heute zur Verfügung steht, die eigentlich unsere Wärmewende-Expertin im Haus ist, wenn ich so sagen darf. Und ich glaube, Frau Züchner, Sie werden viel Arbeit bekommen in nächster Zeit, noch mehr, als Sie sowieso schon haben. Also das sind die Themen, wo wir vorankommen müssen, über die wir sprechen müssen. Verkehrssektor sowieso, auch da kann ich nur sagen, freue ich mich darüber, dass eben auch im Rahmen der BEK-Novelle nochmal nachgedacht wird über die Mobilitätswende in Berlin. Und auch hier, ich habe mal kurz reingeschaut in dieses Impulspapier, wo eben auch mit Beteiligung der Zivilgesellschaft und der Expertinnen der Wissenschaft schon überlegt wird, wo können wir noch besser werden. Da wird vieles von dem natürlich unterstützt, was wir schon im Zeichen der Mobilitätswende jetzt tun. Gleichwohl wird da dringend empfohlen, dass wir Pull- und Push-Faktoren nutzen. Und das bedeutet mit anderen Worten, Anreize schaffen, um umzusteigen, beispielsweise auf Elektromobilität. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir die Ladepunkte in dieser Stadt ausbauen und. Aber auch Push-Faktoren. Und das bedeutet, wir werden dringend aufgefordert, rechtzeitig, damit Bürger sich auch mit Planungssicherheit haben und darauf einstellen können, an einer Zero-Emission-Zone zu arbeiten. Das ist eine Sache, die man rechtzeitig ankündigen muss, die wir uns ja auch vorgenommen haben, die wir aber noch nicht mit einer
mit einem Zeitpunkt versehen haben bis jetzt als Koalition. Ich glaube aber, dass wir einen solchen Zeitpunkt in absehbarer Zeit mal nennen müssen. Denn wie gesagt, man kann nicht von Bürgern verlangen, dass es, man kann nicht eines Tages gesetzlich festschreiben, dass innerhalb des S-Bahn-Rings und eines Tages vielleicht im ganzen Stadtgebiet nur noch mit klimafreundlicher Fahrzeugen umhergefahren werden darf, wenn man das nicht so langfristig ankündigt, dass sich auch Menschen als Kundinnen, als Verbraucherinnen darauf einstellen können, rechtzeitig, bevor sie sich vielleicht ein neues Auto anschaffen. Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir diese Zielzahl, diesen Zeitpunkt der Einführung einfach auch mal benennen, damit Menschen einfach wissen, beim nächsten Autokauf, es könnte eine Zero-Emission-Zone kommen. Und es wird ja auch von EU-Ebene und von Bundesebene irgendwann so sein, dass auch gar keine Autos mit Verbrennermotor mehr produziert werden können. Also meine feste Einschätzung ist, hier wird es eine Dynamik geben, die sehr schneller geht, als wir uns das heute noch vorstellen können. Dennoch glaube ich, im Sinne der Planungssicherheit wäre es gut, wir wären hier noch einen Schritt mutiger, als wir es bis jetzt sind. Also mit anderen Worten, wir werden darüber reden, wie wir da auch noch mal nachsteuern können. Auch da ist das BEK ein Mittel, ein sehr wichtiges Instrument. Die Klimagovernance, die wir uns vorgenommen haben in den Richtlinien der Regierungspolitik und wo wir ja auch schon eine Senatsvorlage jetzt in die Mitzeichnung gegeben haben, auch als ein 100-Tage-Projekt, soll dieses nachsteuern, aber noch mal verbessern. Dazu werde ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich glaube, dazu haben wir heute noch mal einen eigenen Tagesordnungspunkt. Ich überlege gerade, ich glaube, ich lasse es vielleicht für die erste Rederunde erstmal dabei. Ich bin sicher, durch Ihre Wortmeldungen werden wir alle drei hier vorne noch, oder auch Frau Züchner hier noch Gelegenheit haben, Frau Schmidt noch mehr dazu zu sagen. Danke, Frau Senatorin. Und möchten Sie das Wort an Frau Züchner erteilen oder erst später? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wollen Sie gleich ergänzen, Frau Kalchen, Frau Züchner? Wir können auch die Fraktionsrunde weitermachen. Also Fraktionsrunde wir können erst fragen, oder Frau Züchner, geben Sie ein Zeichen, ob Sie gleich ergänzen wollen, Frau Kalchner, oder ob Sie auf die Fragerunde warten wollen. Frau Züchner, wir hören Sie nicht. Gut, wir hören Sie erstmal nicht, dann mache ich hier mit den Fraktionen weiter. Herr Dr. Taschner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dran. Und dann ist Herr Reifschneider von der FDP-Fraktion, dann ist Frau Lerch von der SPD-Fraktion dran. Ja, und dann Frau Wolf hat sich auch von der SPD-Fraktion gemeldet. Herr Dr. Taschner, Sie haben das Wort, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch an die Senatorin für die Ausführungen, ein paar Notizen habe ich mir gemacht, ein paar Nachfragen definitiv, aber vielleicht noch mal vorneweg gestellt, wenn wir diese Klimakrise wirklich meistern wollen, dann müssen wir wirklich alle daran zusammenarbeiten. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, das gilt sowohl für uns als Parlament, das gilt aber auch bei dem, insbesondere in Sachen Verkehr, in der Sache Landbezirke, aber es gilt eben auch für den gesamten Senat. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Sie das noch mal betont haben, dass es eben nicht nur Aufgabe der Klimaschutzsenatorin ist, sich ums BEK zu kümmern, sondern es müssen alle Verwaltungen machen. Mir ist aufgefallen im Monitoringbericht, als auch, ich habe es gerade noch mal im D-Back, also sozusagen im Online-Monitoring nachgeschaut. Ich hatte das Gefühl, früher war auch immer bei den einzelnen Maßnahmen aufgelistet, welche Senatsverwaltung federführend ist und welche zuarbeiten müssen. Finde ich das jetzt bloß nicht mehr? Hat sich da was verändert? Wahrscheinlich kann das Frau Züchner, als die sich am längsten damit beschäftigt, mit dem BEK, möglicherweise auch mal beantworten. Ich finde das nämlich recht schön, weil das nämlich wirklich eigentlich zeigt, dass alle Senatsverwaltungen aufgerufen sind, sich zu beteiligen. Bürgerinnen und Bürger sollen sich ja auch beteiligen. Ich finde es ja auch sehr gut, dieses Online-Beteiligungsverfahren bringt mehr in die Masse, als wenn ich irgendwie beim allerersten BEK gab es, glaube ich, zwei öffentliche Veranstaltungen, die fanden dann irgendwie unter der Woche von 9 bis 12 Uhr statt. Da können einfach viele Leute nicht. Online-basiert kann man sich am Abend auch mal damit beschäftigen und diese Eingaben machen und einen Blick
auf meinberlin.de zeigt ja auch, davon wird ja auch Gebrauch gemacht. Es sind ja einige Vorschläge schon eingegangen, einige sehr interessante, die man ja auch noch mal voten kann, so ein bisschen, also unterstützen kann virtuell. Da würde mich interessieren, wie geht man mit diesen Vorschlägen um? Natürlich werden die alle durchgeschaut, aber wird man besonders diejenigen, die viel Unterstützung zum Beispiel bekommen haben aus der Bevölkerung, denen auch dann erklären, wenn zum Beispiel so ein Vorschlag nicht aufgenommen wird, warum er denn zum Beispiel nicht aufgenommen wird? Genau. Dann zum Thema. Das BIK ist ja ein großes Maßnahmenbündel, aber mir fällt auf, dass manche Maßnahmen da nicht direkt aufgeführt sind, obwohl ich weiß, dass es zum Beispiel in der Senatsverwaltung auch schon seit der letzten Legislatur dazu Überlegungen gibt. Zum Beispiel finde ich das Thema Tiefengeothermie nicht wirklich im BEK drinnen, ist aber ein Thema. Vattenfall baut eine Anlage am Standort Moabit, eine sehr spannende Geschichte, könnte für die Wärmeversorgung, insbesondere für die Fernwärmeversorgung, auch an anderen Standorten eine interessante Möglichkeit sein. Und gerade, wir haben es ja gerade vorhin angesprochen, mit der sogenannten Energiekrise im Zuge der Ukraine-Krise, ist natürlich die Wärmeversorgung für uns das Spannendste, weil ich meine, das Erdgas, das wir bekommen, importiert, woher auch immer, landet vor allem erst einmal in den Heizungskellern und bei uns in Berlin vor allem in der Fernwärme. Deswegen sollten wir schauen, dass wir möglichst alle erneuerbaren Potenziale, die wir für die Wärmeversorgung hier in der Stadt haben, letztendlich auch nutzen. Ist es geplant, das BEK auch in Teilen, zum Beispiel um das Thema Tiefengeothermie zu erweitern, oder sagt man, nee, passt schon, weil wir machen es eher an anderer Stelle? Das würde mich noch interessieren. Dann haben Sie die energetische Sanierung angesprochen, wirklich auch ein spannendes Thema, das ja auch in diesem Zusammenhang Wärmeversorgung steht. Da würde mich interessieren, wie weit denn der Austausch mit der Bundesregierung ist. Im Koalitionsvertrag gibt es ja den Ansatz, dieses schwedische Modell der Warmmiete sozusagen zu prüfen, beziehungsweise gab es jetzt noch mal einen Vorstoß, ich glaube seitens auch sogar von uns Grünen in der Koalition, noch mal über diese Aufteilung des CO2-Preises zwischen Vermietenden und MieterInnen letztendlich anzugehen und da möglicherweise auch hier über ein Stufenmodell, also sprich, man teilt es auf und je schlechter das Haus energetisch dasteht, desto mehr muss der Immobilienbesitzende diesen Teil tragen. Damit schaffe ich ja auch einen Anreiz, und zwar einen monetären Anreiz für Immobilienbesitzende, da nachzusteuern. Ich finde es ein sehr spannendes Modell und würde uns natürlich helfen, in Berlin dieses ganze Thema energetische Sanierung anders zu betrachten, wenn wir wüssten, kommt da was von der Bundesregierung oder müssen wir schauen, was wir als Land letztendlich selber auf den Weg bringen können, Stichwort Stufenmodell. Noch drei kurze Punkte, Thema Fachkräftemangel. Viele dieser Maßnahmen scheitern ja nicht an dem Willen, scheitern ja nicht an dem Geld, sondern scheitern an dem Thema Fachkräfte, die uns einfach fehlen. Oder zum Beispiel, dass wir nicht genügend Gerüste haben in Berlin, um bestimmte Maßnahmen umzusetzen. Inwieweit sind Sie da auch mit den entsprechenden Handwerkskammern, IHK, im Austausch, damit wir dieses sehr proaktiv angehen? Weil ich habe das Gefühl, das ist eins der massiven Hemmnisse für die Umsetzung von Maßnahmen. Da können wir noch mehr als 20 Millionen reinballern in dieses BEK. Wenn wir das nicht gelöst bekommen, kriegen wir es auch nicht umgesetzt. Zum Thema Klimawandelanpassung. Das haben wir sozusagen in der letzten Legislatur, ist es ja erstmalig aufgenommen worden, das Kapitel. Wird auch im Monitoringbericht so ein bisschen behandelt. Aber vielleicht können Sie vielleicht noch zwei, drei Sachen zu der Sache, zu der Anpassung sagen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir werden mit Starkregenereignissen, wir werden mit Hitzewelle nach wie vor rechnen müssen. Was können wir da konkret machen? Und was Sie bestimmt vergessen haben, nur anzusprechen, ist natürlich das leidige Thema Mittelabfluss. Da hatten wir letzten Jahr auch mal wieder den jährlichen Zeitungsbericht dazu, wie schlecht alles irgendwie läuft. Vielleicht können Sie das auch noch mal versuchen, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu beleuchten, wie viel Einfluss der auf sowas, auf so Mittelabfluss hat. Vielen Dank. Danke, Herr Abgeordneter. Herr Ralf Schneider ist dran. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, Frau Senatorin, für Ihre einführenden politischen Einordnungen. Wir hatten es bei der ersten Sitzung des
Ausschusses ja bereits betont, dass wir uns auch als FDP ganz klar zum Klimaschutz und auch zum Pariser Klimaabkommen bekennen und wir auch sehen, dass wir in den nächsten gut 20, 25 Jahren da in Deutschland noch sehr, sehr große Anstrengungen unternehmen müssen, sehr große Investitionen erforderlich sind, auch regulatorische Veränderungen erforderlich sind, um richtige Anreize zu bilden, weil am Ende wird nicht alles der Staat bezahlen und finanzieren können, umsetzen können, sondern das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In dem Sinne unterstützen wir auch den Ansatz, dass Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe auch hier für den Berliner Senat ist und dies jede Senatsverwaltung und auch natürlich in den Bezirken Klimaschutz nicht nur mitgedacht werden muss, sondern tatkräftig auch unterstützt werden muss. Wir sprechen aber jetzt über das BEK und das ist sicherlich, da sind wir uns einig, nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was Berlin im Bereich des Klimaschutzes leistet. Wir haben im nächsten Tagesordnungspunkt etwas ja zur Klimagovernance angemeldet, wo es ja vielleicht dann auch nochmal umfassender um den Klimaschutz hier in Berlin gehen kann. Ich würde gerne so ein paar Themen hier aus dem Monitoring-Bericht ansprechen, um Verständnis zu gewinnen von Ihrer Strategie, aber auch, weil jetzt ja noch das heiße Eisen geschmiedet wird für die nächste Phase. Und da kann man natürlich ein paar Erkenntnisse aus dem Monitoringbericht 2021 und der vorangegangenen Phasen einfach mal mit aufgreifen und verarbeiten. Das eine Thema wurde schon angesprochen, glaube ich, von Kollegen Taschner, Sie hatten es angesprochen, der Ausbau der Solaranlagen hier in Berlin. Da hat sich ja Berlin, der Senat, zu sehr, sehr ambitionierten Zielen verpflichtet, wenn es um Solaranlagen auf öffentlichen Dächern geht. Ich hatte dazu vor wenigen Wochen auch eine Anfrage gestellt, wo ganz klar war, es sind bislang sehr, sehr wenige Solaranlagen auf öffentlichen Dächern in den letzten Jahren erst errichtet worden. Und auf meine Frage, wie viele Dächer denn geeignet sind für Solaranlagen, konnte der Senat damals gar nicht antworten, sondern verwies dann darauf, dass die BIM eine Potenzialanalyse für geeignete Dachflächen erstellt. Da darf ich direkt mal fragen, wann liegt die vor? Wie viele Solaranlagen sollen voraussichtlich im Jahr 2022 und 2023 auf Dachflächen öffentlicher Gebäude nach Kenntnis des Berliner Senats installiert und in Betrieb genommen werden? Und vor der Errichtung einer Solaranlage auf einem öffentlichen Gebäude muss eine sowohl technische als auch wirtschaftliche Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt werden oder eine Betrachtung durchgeführt werden. Dabei dürfte auch entscheidend sein, mit welchem CO2-Preis kalkuliert wird, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, wenn beispielsweise ein Dach ertüchtigt werden muss. Das lohnt sich ja dann nur, wenn man weiß, okay, der CO2-Preis ist dauerhaft über 55 Euro oder 100 Euro oder 180 Euro. Welchen kalkulatorischen CO2-Preis legen Sie da an und wo ist das kodifiziert? Dann wurde über das Thema Gebäudesanierung gesprochen. Wir haben, wie der Bericht ausführt, derzeit eine Sanierungsrate von unter 1%, ohne dass das genau genannt wird, ob jetzt 0,99 oder 0,7% die Sanierungsrate beträgt. Sie soll gesteigert werden auf 2,1% ab dem Jahr 2021, was nach vorläufigen Kenntnis offenkundig verfehlt wird. Und auf 2,6% ab dem Jahr 2026 erhöht werden. Daneben soll nicht nur die Sanierungsrate, sondern auch die Sanierungstiefe verbessert werden. Was lässt sich aus den Misserfolgen der vergangenen Jahre in diesem Bereich lernen, was Berlin in Eigenregie leisten kann? Wir haben hier sicherlich auch ein Problem. Wir haben zwei Problemstellungen meines Erachtens, die wir angehen müssen. Das ist sowohl der Ein- und Zweifamilienhausbereich, wo Leute, die jetzt vielleicht so in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre ihres Lebensalters sind, drin wohnen, die vielleicht noch alte Öl- und Gasheizungen haben, aber vielleicht vor allen Dingen alte Ölheizungen, die jetzt nicht unmittelbar das Interesse haben, ihre Ölheizung auszutauschen und vielleicht, wenn sie älter werden, auch die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr haben. Da gibt es ein Programm auf Bundesebene. Was ist noch seitens des Landes hier geplant? Oder setzt man da in Anführungszeichen auf den Erbfall und die Generationenfolge, dass dann eine nächste Generation das Haus erst saniert? Und dann haben wir den zweiten Problemfall, sage ich mal, das ist der ganze Bereich des Milieuschutzes, wo Sanierungsmaßnahmen sehr schwer genehmigungsfähig sind,
insbesondere wenn sie über den gesetzlichen Standard hinausgehen. Hierzu hatte ich bereits auch schon eine Anfrage gestellt, wo offenkundig wurde, dass sehr, sehr, sehr wenig energetische Sanierungen in Milieuschutzgebieten durchgeführt werden. Hier ist also eine deutliche Beschleunigung erforderlich. Das hat sowohl bundespolitische Komponenten in der Frage, wie werden dann Modernisierungskosten auf Mieterinnen und Mieter umgelegt, in welcher Höhe und welche Folgen hat das für die Ziele, die im Bereich des Milieuschutzes verfolgt werden. Aber sozusagen, was ist da Ihr Ansatz, um eine beschleunigte und auch tiefe energetische Gebäudesanierung über den gesetzlichen Standard hinaus in Milieuschutzgebieten zu erreichen, denn Milieuschutzgebiete umfassen ja einen großen Teil hier des Stadtgebietes. Zusätzlich auch in dem Fall natürlich sozusagen die Genehmigungspraxis in den Bezirksämtern bis hin zu solchen Technicalities wie die Einrichtung einer Baustelle, wenn dann manchmal auch Gehwege von Gerüsten betroffen sind oder Radwege, Radverkehrsanlagen oder auch Straßen von Gerüsten oder der Baustelle betroffen sind. Da muss also, wenn man die Gebäudesanierung dramatisch erhöhen möchte, müssen natürlich auch sehr viel mehr Kapazitäten in den Bezirksämtern vorhanden sein, um solche Prozesse adäquat begleiten zu können. In dem Handlungsfeld Wirtschaft fällt auf, dass die Wirtschaft eigentlich auf einem guten Weg ist. Auffällig in dem BEK-Bericht ist, dass 7 von 18 Maßnahmen zurückgestellt wurden. Könnten Sie vielleicht dazu was sagen, was im Einzelnen die Gründe jeweils waren, warum das so war? Das Handlungsfeld Verkehr ist sicherlich eins der schwierigsten, weil da haben Sie nur über das Ordnungsrecht und Straßenrecht haben Sie relativ wenige Möglichkeiten, sehr schnell den Verbrauch zu senken, wenn man nicht auf freiwilligen Verkehrsverzicht, beispielsweise in einer aktuellen Krise wie jetzt, setzen möchte. Ansonsten geht es letztlich, wenn man beschleunigen möchte, entweder über den beschleunigten Umstieg auf die elektrifizierte Flotte oder Flotte mit synthetischen Verbrennungskraftstoffen oder tatsächlich über sehr zügige Verbote des motorisierten Individualverkehrs mit Verbrennungsmotoren. Da hat sich der Senat ja nicht klar zu positioniert oder so positioniert, dass er sich das eben offen lässt. Meine Frage in dem Zusammenhang ist, welche sozusagen Theory of Change hat denn der Senat im Kopf oder im Geiste, wenn es darum geht, warum lassen die Leute ihr Auto stehen? Oder wie bewegt man jemanden dazu, der Auto fährt, sein Auto stehen zu lassen? Warum schaffen Leute ihr Auto ab? Unter welchen Bedingungen? Und was tut der Senat, um die Bedingungen auch kurzfristig zu verbessern? Der private Konsum ist hier auch untergeordnet, in das Handlungsfeld privater Konsum ist untergeordnet zu betrachten. Kollege Taschner hat den Bereich Anpassung an die Folgen des Klimawandels schon aufgerufen als wichtiges Thema. Das halte ich auch für sehr entscheidend, denn selbst wenn wir uns große Mühe geben sollen und müssen in Deutschland das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, ich bin nicht überbordend optimistisch, dass das im globalen Maßstab gelingen wird, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad oder deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Deswegen, wenn man das Szenario mit zumindest im Kopf hat, sind die Anpassungen an die Folgen des Klimawandels sehr, sehr relevant. Da bietet der BEK nicht viel, wirklich dramatisch wenig eigentlich. Das ist in anderen Feldern vielleicht das Handeln des Senats stärker ausgeprägt. Da die Frage für den künftigen BEK, mit welcher Gewichtung soll denn der Bereich Anpassung an die Folgen des Klimawandels dort behandelt werden, auch monetär. Wir haben hier vereinzelte Maßnahmen wie neue Bus- und Tramhaltestellen, die eben auch Gründächer oder Solarmodule haben sollten. Da steht im Bericht drin, dass im Jahr 2022 eine europaweite Ausschreibung stattfinden soll für einen neuen Typus an Bus- und Tramhaltestellen. Wie sind wir denn da? Wo stehen wir da? Wann kommen denn diese neuen Haltestellen und in welcher Zahl kommen sie in diesem Jahr? Kommen wir zu meinem abschließenden. Ja, Sie sehen, also ich nehme das wirklich sehr ernst und ich habe diesen Bericht wirklich auch im Detail gelesen und freue mich auch dazu, wie der Senat Auskunft gibt und habe trotzdem auch an verschiedenen Stellen großen Ärger verspürt, aber das machen wir dann im Bereich Klimagovernance. Auffällig ist im Bereich Finanzen, dass wir einen Soll von rund
knapp 43 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2020-2021 hatten. Wenn ich so kursorisch durchgerechnet habe, haben wir einen IST 2020-2021 von 8,722 Millionen Euro. Also Sie haben ungefähr 20% verausgabt in dem Maßnahmenbereich 01 des Kapitels, kann ich Ihnen auch noch sagen, 0756 oder sowas. Also da sind Sie weit unter dem geblieben, weit, also Sie nicht persönlich, weil Sie noch nicht Senatorin waren, aber der Senat, der vergangene Senat ist weit unter dem geblieben, was eigentlich angeplant war. Und da hätte ich doch ein ganz großes Interesse, auch mit Blick auf die anstehenden Haushaltsverhandlungen. Warum ist der Senat im Doppelhaushalt 2020-2021 nach Ihrer Einschätzung und nach Ihrem Wissen so arg gescheitert, Maßnahmen zu planen und finanziell auch umzusetzen? Und welche Folgen hat dieses Scheitern für den Klimaschutz in Berlin? Sind es also Sachen, die jetzt, wenn ich jetzt mal querrechne, rund 35 Millionen Euro, die in dem Bereich nicht verausgabt worden sind, sind es dann, springen daraus Maßnahmen, dass wir in den nächsten zwei Jahren zusätzlich 35 Millionen Euro da ausgeben müssen, um sozusagen den Stau, der da entstanden ist, aufzuholen oder nicht? Und was sind da sozusagen die Überlegungen? Also was ist die Folge dieses Umsetzungsscheiterns? Und das ist tatsächlich dramatisch, wenn man 80% der Mittel nicht irgendwie sinnvoll ausgeben kann. Über die anderen Förderprogramme mache ich vielleicht mal in der nächsten Runde dann meine Fragen. Vielen Dank. So, danke, Herr Reifschneider. Frau Lerch ist dran, bitte. Danke, Herr Vorsitzender. Jetzt wurde ja schon sehr viel gesagt. Deswegen vielleicht nur eine Anschlussfrage. Ich habe gesehen im Bildungsbereich und ich sehe die Umweltbildung, die Klimabildung als sozusagen wichtige Säule, um nachhaltig auch in der Gesellschaft Klima und Umwelt als Themen zu verankern. Sind hier einige Projekte aufgeführt. Ich frage nochmal nach, inwiefern sehen Sie die Waldschulen und auch die Ökowerke da aber als zentralen Mitspieler und wie werden die auch im BEK vielleicht, aber auch dann in der Haushaltstapete berücksichtigt, um da mit uns gemeinsam voranzukommen? Danke. Danke, Frau Abgeordnete. Jetzt ist Frau Wolf von der SPD-Fraktion dran, bitte. Ja, vielen Dank. Also ich werde mich auch kurz fassen. Ich glaube, wir haben so viel gehört. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es alles war. Ich habe es versucht, irgendwie aufzuschreiben, aber das war mir auch zu viel. Das Lexikon sitzt da. Ich bin gespannt. Frau Jarasch, da kommt was auf Sie zu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte nur noch mal ganz kurz sagen, was mir in dem ganzen Handlungsfeld, und vielleicht ist mir das nicht aufgefallen und ich habe es nicht so gut durchgeschaut, wie Sie das gemacht haben von der FDP, mir ist die Entsorgung entgangen. Also die Entsorgung im Sinne der Baustoffe, weil es ist ja so, dass wenn wir klimagerechte Gebäudesanierungen durchführen wollen, müssen ja auch die Baustoffe, die vorher vorhanden waren, entsorgt werden. Im Privatbereich ist das ein tatsächliches Problem. Und das Problem kann man sehr gut sehen, wenn man durch unsere Wälder läuft. Ich habe noch nie so viel Bauschutt und Baumüll gesehen in den Wäldern, wie es jetzt gerade der Fall ist. Ich hatte einen großen Fall und ich erlaube mir das, wenn ich darf, an einem Beispiel klarzumachen. Es war bei uns in Köpenick draußen. Ich konnte ganz regulär aufgestapelte Bausäcke, ordentlich, alles ganz ordentlich gemacht, aber natürlich ohne Firmenaufdruck, konnte ich erkennen in dem Wald. Ich habe es auch gemeldet. Forsten hat gesagt, wir sind da wirklich dran. Wir wissen da nicht mehr hinterherzukommen. Und es wurde sogar mir mitgeteilt, und sicherlich sage ich nicht den Namen von der Dame, die das getan hat, weil sie hätte sonst Bedenken, dass man ihr vielleicht irgendwie an die Karre fährt, aber ich fand es gut, dass sie es erwähnt hat. Sie hat gesagt, es ist sehr schwer und teuer, auch diese Stoffe zu entsorgen. Und das ist im kleineren Bereich, und ich rede jetzt von den Menschen, die jetzt wirklich noch im eigenen kleinen Bereich, ich rede nicht von den großen Gebäuden, wo noch Vermieter, Eigentümer dahinter stecken, die da mitwirken könnten, aber ich rede vom Kleinen, dass sie wirklich Schwierigkeiten manchmal haben, diese Dinge zu entsorgen, ist mir auch schon aufgefallen. Es ist auch relativ teuer. Und um den Anreiz zu geben, dass ich mich selber auf den Weg mache, klimagerecht zu sanieren, ist es vielleicht ein Anreiz, dass das klimagerechte Sanieren eben die Förderung hat, aber das Entsorgen von dem, was alt ist, auch aufgenommen werden kann, ohne dass es große Hürden bedeutet. Also der Bereich Entsorgung ist vielleicht noch mal etwas, was mir hier entgangen ist, aber gehört hier vielleicht auch gar nicht rein.
würde mich interessieren, ob es in der Bürgerbeteiligung auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal zu diesem Thema gekommen ist. Was mich sehr freut, möchte ich auch noch mal sagen, dass es die Bürgerbeteiligung selbstverständlich gibt. Als Sprecherin für Engagement würde ich am liebsten dabei sitzen, weil ich das natürlich total spannend finde, auch wie sich die Menschen einbringen und auf welche Art und Weise es ihnen auch möglich ist oder es eben auch mit aufgenommen wird. Was die Entsorgung übrigens auch, was die Akkus angeht und so weiter, also überhaupt das Thema Entsorgung, das wollte ich nur noch mal vielleicht mit auf den Weg geben. Dann ist mir nur aufgefallen, noch mal, es wurde vorhin auch von Facharbeitern und Arbeiterinnen gesprochen, ja, im Handwerk. Ich habe auch gesehen, hier wurde ein Workshop gemacht mit den Handwerkern gemeinsam, finde ich ganz, ganz wichtig. Natürlich ist dann Nachwuchs gefragt, aber da muss man vielleicht an anderer Stelle noch mal gucken, ob auch die Ausbildungsbereiche besser vergütet sind, denn was sie da machen, ist Knüppeljob und das ist nicht so ganz einfach, aber das ist jetzt nicht direkt hier unsere Baustelle, ist aber vielleicht auch ein Anreiz, sich auch in diese Arbeit zu begeben. Ich kann das familiärbedingt sagen, weil ich weiß, dass da wirklich geknüppelt wird und die Jungs und Mädchen sich da sehr bemühen. Mädchen sind es noch ein bisschen wenig, aber da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir hier mal ein bisschen auch zu aufmachen. Und das ist natürlich, dass Sie auch gesagt haben, dass Sie bezirksübergreifend, dass Sie versuchen, die Bezirke mitzunehmen, das finde ich sehr wichtig und sehr richtig. Und ich hoffe auch im Blick zu haben, die Bezirke haben wirklich personelle Ausstattungsprobleme. Also insofern würde ich mich freuen, wenn wir das wirklich mit im Hinterkopf haben und nicht ganz vergessen. Das waren jetzt nicht direkt Fragen, aber die Frage wäre, könnte vielleicht der Entsorgungsbereich in irgendeiner Form mit berücksichtigt werden im Handlungsfeld? Dankeschön. Danke, Frau Abgeordnete. Herr Freimark von der CDU-Fraktion, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will auch sagen, dass gut ist, dass wir das heute thematisieren, weil damit auch der Öffentlichkeit noch mal deutlich gemacht wird, dass A, die Möglichkeit der Beteiligung gegeben ist, zwar auf digitale Art und Weise, aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass der ehemalige Abgeordnete Kössler bereits Vorschläge unterbreitet hat, das ist ja relativ transparent gemacht, finde ich natürlich toll und vielleicht sollten wir das auch heute zum Anlass nochmal nehmen, um dazu aufzurufen. Der zweite Punkt ist, weil ja Frau Züchner zugeschaltet ist, herzlichen Dank an Sie und Ihr ganzes Team, weil ich finde schon, und das kann man auch mit einem Kompliment versehen, dass das ein sehr umfassender Katalog ist von Dingen, die schon angegangen wurden, die noch angegangen werden müssen, an denen man ja auch dranbleiben muss, wo Dialoge mit verbunden sind und das in einer Pandemie. Also das ist schon eine starke Leistung. Jetzt haben wir natürlich die ehrenvolle Aufgabe, uns die Rosinen rauszupicken oder da zu schauen, wo vielleicht noch ein paar Dinge sind, die im Argen liegen könnten. Vielleicht eine Etage größer. Ich habe gelesen, dass offensichtlich die Haushaltsberatungen dazu führen könnten, dass man für den Bereich Umwelt, Verkehr, Klimaschutz, Verbraucherschutz 2,5 Milliarden Euro ausgeben will. Das wäre nach meiner Rechnung ein höherer Betrag als bisher, wenn ich das richtig verstehe, weil ja, glaube ich, die Frage des BEKs ja auch eine finanzielle ist. Und überall steht mal dort eine Förderung, dort eine Förderung. Können Sie denn da schon einen Ausblick geben? Und auch die Frage vielleicht auch an die Verwaltung. Was wünschen Sie sich denn von dem Berliner Abgeordnetenhaus, von den Abgeordneten, um das BEK auch noch zu stärken, beziehungsweise die einzelnen Maßnahmen vielleicht auch noch besser zu unterfüttern mit, ja, insbesondere auch finanziellen Mitteln? Wir haben ja hier nicht mehr so viel Gelegenheit, über Mobilität und Verkehr zu sprechen. Jetzt ist im BEK das aber ein sehr, sehr großer Teil. Deswegen vielleicht der Wunsch, dass Sie uns noch mal kurz einen Ausblick geben, jetzt bitte nicht 20 Minuten Verkehr, das wäre zu umfassend, aber dass Sie uns einen kurzen Ausblick geben, was sind denn Ihre Handlungsstränge für den Bereich Verkehr, die für unseren Ausschuss eine Relevanz haben, um einen Wunsch zu äußern. Natürlich würde ich mich freuen, wenn es vielleicht in allen Bezirken Carsharing oder Bikesharing gibt, damit vielleicht eben Fahrten aus zum Beispiel meinem Gebiet Hohenschönhausen eben reduziert werden mit dem privaten Pkw und durch einen vernetzten Verkehr und vernetzte Mobilität dort andere Angebote da sind. Gibt es da Überlegungen zu? Also wenn es die Zeit zulässt, würde ich mich da freuen, wenn Sie was sagen könnten. Dann wurde es ja schon angesprochen, dass Klimaschutz natürlich eine Querschnittsaufgabe ist. Sie haben ja über den Senatsausschuss Klimaschutz alle drei Monate eine Abstimmungsrunde. Lassen Sie uns da vielleicht mal kurz teilhaben. Hat es schon mal stattgefunden? Und wenn es noch nicht stattgefunden hat, wann ist es geplant? Und wie stellen Sie sich diesen Ausschuss vor? Weil ich finde, wenn wir hier mit großer Leidenschaft das BEK weiterentwickeln und beschließen und Ähnliches, dann wollen wir ja auch, dass es in den anderen Senatsverwaltungen gelebt wird. Und es wird dann vielleicht auch Ihre Aufgabe sein,
das ja mit den Kolleginnen und Kollegen abzustimmen. Und abschließend, weil es ja immer wieder auch von europäischer und Bundesseite Unterstützungen gibt über diverse, vielleicht auch neue Gesetze, aber insbesondere auch über finanzielle Anreize, gibt es da eine engere Abstimmung? Und wenn ja, können Sie die ein bisschen transparenter machen? Das hat mir in den letzten 5 Jahren gefehlt. Im Bund wurde dann ein Klimapaket beschlossen. Und wenn man in Berlin nachgefragt hat, welche Auswirkungen das hat, hieß es immer, ja, wir befinden uns in Gesprächen. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden uns meistens vorenthalten. Also deswegen vielleicht auch die Bitte, uns da ein bisschen transparenter zu machen, was auf europäischer oder Bundesebene auch dazu führen könnte, dass wir unser BEK noch erfolgreicher organisiert bekommen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Abgeordneter. Gibt es weitere Wortmeldungen aus den Fraktionen? Dann machen wir in der zweiten Runde mit den Fraktionen weiter. Und jetzt gebe ich das Wort an den Senat, an Frau Senatorin, Frau Jarasch. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Mir ist es zwar noch irgendwie gelungen, mitzuschreiben, aber ich fürchte, es ist mir nicht mehr gelungen, das jetzt sinnvoll zu bündeln. Insofern tut mir leid, komme ich womöglich auch auf manche Themen, die ja mehrere von Ihnen angesprochen haben, dann auch noch ein zweites Mal zurück oder so. Und ich sage auch jetzt schon, auf jeden Fall bitte ich danach Frau Karcher noch mal zu ergänzen, weil mir bestimmt einiges auch durchrutschen wird. Und es gibt tatsächlich ein paar Fragen, wo ich ausdrücklich Frau Züchner ums Wort bitten würde. Ich fange jetzt aber erst mal an und der Einfachheit halber vorne. Ich greife mal ein paar Punkte, die Herr Taschner genannt hat, heraus, die ich auch noch mal hier unterstreichen möchte, weil sie für eine Weiterentwicklung wichtig sind. Stichwort Klimaanpassung. Es stimmt, die Klimaanpassung ist sozusagen auch in meinen Augen ein bisher unterbewerteter Bereich in dem Bericht, der auch nicht in der gleichen Weise bis jetzt mit einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung also weiterentwickelt wird, wie das beim Klimaschutzteil der Fall ist. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das auch einfach politisch jünger ist, das ins öffentliche Bewusstsein gekommen ist, dass trotz Klimaschutz und trotz allen Versuchen, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen, zu dem uns das Pariser Abkommen verpflichtet, wir gleichzeitig wissen müssen, dass wir den Klimawandel nur bremsen, aber auf gar keinen Fall umdrehen können. Und das bedeutet auch, das Leben in unseren Städten und das Leben in unserem Land wird sich verändern. Und wir müssen uns anpassen. Wir müssen eben mit Starkregenereignissen, Hitzesommern oder auch Stürmen, die noch mal heftiger sind als in der Vergangenheit, müssen wir einfach auch rechnen. Und das bedeutet tatsächlich Stadtumbau. Das bedeutet, wir müssen die Stadt dafür praktisch robust, resilient machen und an den Klimawandel anpassen. Das ist ein Thema, das allerdings in den Richtlinien der Regierungspolitik durchaus einen Niederschlag gefunden hat. Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um das dann auch im BEK noch in den nächsten Jahren noch stärker in den Blick zu nehmen. Ich will jetzt nur ein Stichwort sagen, das eben auch im Chorvertrag in den Richtlinien steht und das angesichts der Flächenkonkurrenzen, die wir in Berlin haben, ein sehr ehrgeiziges Projekt ist. Wir haben ein Entsiegelungsprogramm ja neu aufgelegt und wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Netto-Null-Versiegelung bis 2030 zu erreichen. Das klingt vielleicht harmlos, aber man muss sich vorstellen, was es bedeutet. Das bedeutet, dass wir ab dem Jahr 2030 so weit sein wollen, dass wir keine zusätzlichen Flächen im Land Berlin mehr versiegeln. Und nein, das bedeutet nicht, dass wir dann ab sofort keine Wohnungen mehr bauen dürfen oder so oder keine Schulen mehr bauen dürfen. Das bedeutet aber ausdrücklich, A, dass wir anders bauen müssen. Das heißt, wir müssen immer flächenschonend bauen und das hat Folgen. Das bedeutet, wir werden in die Höhe bauen müssen, wir müssen Lückenschlüsse machen, wir müssen urban bauen, damit wir flächenschonend bauen können. Und es bedeutet, dass wir, wenn irgendwo versiegelt wird, dann eben an einer anderen Stelle entsiegeln müssen. Entsiegeln kann man zum Teil Flächen, die auch wie Parkplätze oder Schulhöfe oder Mittelstreifen in Straßen, die dann eben entsiegelt werden und begrünt werden, wie es beispielsweise in der Karl-Marx-Allee passiert ist. Sie wissen aber auch, Karl-Marx-Allee gegen den Widerstand der Anwohner. Da gibt es jetzt einen sehr schönen, ich glaube sogar mit Wildblumen irgendwie besäten Mittelstreifen, der Entsiegelung bedeutet, da kann der Regen versickern
und so weiter, alles gut im Zeichen der Anpassung an den Klimawandel, das ist wichtig, aber es bedeutet, dass man Flächen dafür nutzen muss. Wir können nicht einfach Asphalt über alles drüber kippen, sondern wir müssen im Gegenteil gucken, wo braucht es vielleicht auch keinen Asphalt und wo können Flächen auch wieder neu als Grünflächen bewahrt bleiben. Also das ist ein Hebel, den wir da in der Hand haben, aber der hat es natürlich trotzdem mit Flächenkonkurrenzen zu tun, mit den unterschiedlichen Bedarfen. So, mehr will ich an dieser Stelle nicht sagen. Ich glaube aber, das wird in den nächsten BEKs der nächsten Jahre eine größere Rolle spielen. Fände ich auch gut so. Ein Thema energetische Sanierung, das ist auch ein, mehrere von Ihnen sind darauf eingegangen. Ich versuche es jetzt einmal übergreifend zu beantworten. Stichwort, ich muss hier sortieren. Energetische Sanierung, um da voranzukommen, das ist eine der schwierigsten Baustellen. Das hatte ich ja auch in meinem Eingangsstatement schon gesagt. Erstens, weil es Milliardeninvestitionen braucht. Zweitens, weil natürlich die Frage ist, wer erbringt diese Investitionen eigentlich? Und da hatte Herr Taschner schon ein interessantes Modell benannt, das ich tatsächlich auch sehr, sehr sinnvoll finde. Wir haben es in der letzten Legislatur sehr bedauert, dass in der schwarz-roten Koalition auf Bundesebene der CO2-Preis bei diesem Thema sozusagen der CO2-Preis jetzt einseitig bei den Mietern abgeladen wurde. Weil wenn man den CO2-Preis für den Wärmebedarf aufteilen würde zwischen Mietern und Vermietern, dann ist es ganz klar, dass es einen Anreiz gibt, einen Anreiz aus einem wirtschaftlichen Eigeninteresse zu sanieren. So, und das Stufenmodell dahinter finde ich ebenfalls sinnvoll. Das bedeutet eben dort anzufangen, wo am meisten noch zu tun ist sozusagen. Also dort anzufangen, wo man die schnellsten und größten Effekte erstmal hat. Herr Taschner, bis jetzt hatte ich noch keine Gelegenheit, darüber schon mit der Bundesebene zu sprechen, die auch gerade sehr vordringlich noch andere Fragen bearbeitet. Das ist aber ein Thema. Ich bin ja auch Mitglied der Klimaschutzministerkonferenz und das ist ein Thema, das ich da auf jeden Fall einbringen werde. So viel kann ich schon mal sagen. Ein solches Modell, auch eine solche Verteilung des CO2-Preises, der zu entrichten ist, ist aus meiner Meinung nach wäre ein Riesenanreiz, um in Sachen energetische Sanierung voranzukommen und ist auch eine fairere Lastenverteilung. Ich rutsche mal weiter runter. Ja, vielleicht gleich zu Herrn Reifschneider an dieser Stelle einmal zu kommen, der sehr, sehr viele Fragen hatte, sehr gründliche Fragen. Das Thema Milieuschutz, völlig richtig, ist im Moment ein klassischer Zielkonflikt, den wir auflösen müssen, wenn wir beim Thema Klimaneutralität und energetische Sanierung weiterkommen müssen. Es gibt eine ganze Reihe von Zielkonflikten, die sind auch zum Teil gut begründet. Es gibt beispielsweise auch da wird Frau Züchner sicher noch mehr dazu sagen, zwischen der Erhebung der Geothermiepotenziale und dem Trinkwasserschutz, dem Grundwasserschutz. Auch da gibt es einen Zielkonflikt. Beides ehrenwerte Ziele. Wir müssen den auflösen. Beim Thema Geothermie werden wir deswegen verstärkt in die tiefen Geothermie versuchen einzusteigen. Auch aus diesem Grund, aber auch um da längerfristig Effekte zu erzielen. Aber beim Thema Milieuschutz müssen wir ran. Haben wir die fertige Lösung auch noch nicht? Das sage ich hier ganz offen. Da werden wir in Gespräche gehen müssen. Natürlich ist auch eine Möglichkeit hier, das hatten Sie, glaube ich, selber schon angedeutet, in Milieuschutzgebieten geht es ja vor allem darum, die Mischung der Bewohnerschaft aufrechtzuerhalten. Und das heißt eben nicht durch steigende Mieten oder sogenannte Luxussanierungen Mieterinnen zu vertreiben, die sich höhere Mieten nicht leisten können. Wenn wir natürlich gerade, und das wäre jetzt eine Lösungsmöglichkeit, an die ich denken kann, wenn wir Förderprogramme, wie wir sie schon haben, die sind auch im BEK ja mit drin, wie das Förderprogramm Effiziente Gebäude Plus, das bei der Wirtschaftsverwaltung etatisiert ist. Das ist ein sehr erfolgreiches Förderprogramm, weil es den Hauseigentümern relativ umfassende Sanierungsmaßnahmen ermöglicht. Also nicht so kleinteilige, wo Ihnen oft das viel zu kompliziert sind in der Beantragung, das sind ja in der Vergangenheit viele Mittel nicht abgeflossen, weil das für die Eigentümer oft zu kompliziert und aufwendig war, auch allein nur an die Informationen ranzukommen, was da alles förderfähig und für Ihr Haus geeignet ist. Das ist bei diesem Effiziente Gebäude Plus Programm anders.
Die sind umfassende Maßnahmen angepasst an ans jeweilige Haus förderfähig und diese Förderprogramme sind nicht umlagefähig. Und das heißt natürlich, man kann überlegen, ob man versucht, in Milieuschutzgebieten auch da eine Erleichterung hinzukriegen, wenn im Gegenzug, also dass auch in Milieuschutzgebieten saniert werden kann, muss aber im Gegenzug klargestellt sein, dass es eben nicht auf die Mieter umgelegt werden kann. Und dafür müssen wir dann eine Lösung finden. Einen anderen Zielkonflikt, den Sie jetzt nicht erwähnt hatten, den es aber auch gibt und der auch schon bei dieser Fachkonferenz für die Weiterentwicklung diskutiert worden ist, ist der Denkmalschutz. Natürlich. Sie hatten, auch der Denkmalschutz hat einen guten Zweck, aber auch der Denkmalschutz kommt natürlich an manchen Stellen der energetischen Sanierung und auch dem Solarausbau auf unseren Dächern in die Quere. Auch da werde ich in dem Fall dann mit dem Kultursenator, im anderen Fall vielleicht mit dem Bausenator noch stärker mich zusammensetzen müssen, um Lösungen zu finden. Die Potenzialstudie der BIM, die dann genau sagt, wie viele geeignete Dächer es gibt, kenne ich auch noch nicht, kann ich Ihnen gerne zur Verfügung stellen, wenn sie mir denn zugeht. Ich versuche mal, Züchner, noch mal weiter. Ich glaube, die meisten Punkte hatte ich ganz kurz schon drin. Beteiligung ausbauen. Warum Maßnahmen, ich komme mal zu dem Thema, dann doch zu dem Thema Mittelabfluss und warum Maßnahmen zurückgestellt worden sind. Im Einzelnen kann das vielleicht in dem Fall wirklich nur Frau Züchner beantworten. Bei Einzelmaßnahmen der Wirtschaft grundsätzlich ist die Tatsache, dass Maßnahmen zurückgestellt worden sind, ein Grund dafür, dass der Mittelabfluss nicht so toll ist. Dazu nur mal ganz grundsätzlich. Man muss, glaube ich, einem solchen Programm, wenn man wirklich damit arbeiten will und wenn man das zu einem guten Arbeitsinstrument für den Klimaschutz in Berlin machen will, auch ein bisschen Zeit geben, bis es eingeführt ist. Also wenn man es sozusagen kurz nach der Einführung schon wieder sagt, der Mittelabfluss ist nicht gut, wir lassen das Programm bleiben, kommt man nicht zu einer nachhaltigen Arbeit. Manche Programme brauchen auch einfach eine gewisse Zeit und das sieht man auch an dem Mittelabfluss, der ist noch lange nicht zufriedenstellend. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Er ist aber besser geworden im Laufe der Jahre, weil natürlich auch mit den Erfahrungen, mit den schlechten Erfahrungen gearbeitet worden ist. Nun gibt es verschiedene Gründe. Zum Teil gibt es auch einfach zeitliche Verzögerungen, weil gerade wenn es um Investitionen geht, wo wir also Fördermittel für investive Projekte geben, die Planungsvorleistungen einfach länger dauern. Manchmal ist die Antragstellung verzögert, weil die Bezirke keine Kapazitäten haben. Auch das ist ein Problem, das kann man schnell erkennen, aber nicht genauso schnell lösen. Muss man einfach zusagen, muss man überlegen, wie man es lösen kann. Das Problem, dass die Bezirke oft nicht genug Personalkapazitäten haben, ist ein Problem, das uns überall und in allen Bereichen begegnet und das wir auch nur im Laufe der Jahre und mit ein bisschen Geduld lösen können und nicht auf einen Schlag. Zum Teil, da gibt es jetzt ein positives Beispiel, ich glaube, Frau Karcher, beim Heizkesselprogramm war das so richtig, gab es dann auch konkurrierende Bundesmittel. Also gab es plötzlich auch eine Förderung vom Bund für Mittel, die wir eigentlich da auch als BEK-Förderung zur Verfügung gestellt haben. Dann waren wir natürlich froh dementsprechend, haben natürlich die Bundesmittel genützt. Dementsprechend ist aber diese Landesförderung dann nicht abgeflossen. Ist die Ausnahme, aber auch solche eher positiven Gründe gab es. Ja, auch der Vorlauf bei der Förderbank, die Einbindung von St. Finnen vom Rechnungshof, alle diese Dinge gehören zu Gründen. Dann in den Pandemiejahren, muss man auch dazu sagen, sind zum Teil viele Projekte auch einfach verzögert nur umgesetzt worden, obwohl Mittel dafür bewilligt worden waren. Manche sind sogar storniert worden. Da können wir jetzt nur hoffen, dass es nach der Pandemie wieder besser wird. So, und das bedeutet natürlich auch, dass dann die erhofften Effekte auch erst später eintreten. Wir arbeiten daran, auch gemeinsam mit den Bezirken, wie wir das weiter verbessern können. Es gibt allerdings jetzt durch diese Verzögerung, die führt dazu, dass wir jetzt für die nächsten Jahre dann aber doch dafür, weil das eben auch nachgeholt wird. Diese Verzögerung heißt ja nicht, dass alles ausfällt, sondern manche Projekte werden eben erst verzögert umgesetzt. Bedeutet aber, dass wir jetzt für das Jahr 2022 schon 16,6 Millionen verplant haben. Also mehr als in den letzten Jahren von den rund 20 Millionen überhaupt ausgegeben worden könnte, sind jetzt für dieses Jahr schon fest verplant. Das heißt, ich glaube schon, dass wir besser werden können. Nicht so, wie ich es mir wünsche, aber an dieser Stelle sage ich auch eines nochmal dazu.
Das hatte ich ja ganz zu Beginn gesagt. Das bedeutet nicht, dass der Klimaschutz in Berlin gescheitert ist. Denn wer glaubt, dass man mit einem 20-Millionen-Förderprogramm den Klimaschutz in Berlin und die Klimaneutralität gewährleisten können, würde es sich sehr, sehr einfach machen. Und Herr Reifschneider, ich weiß, dass Sie es sich nicht so einfach machen wollen. Insofern würde ich aber auch davor warnen, dann gleich den ganzen Klimaschutz für gescheitert zu erklären. Ich hatte ganz bewusst am Anfang ja auch gesagt, das ist eben nicht nur ein Förderprogramm, es ist vor allem auch ein strategisches Programm. Und viele dieser Programme, und da stehen ja tatsächlich auch gesetzliche Maßnahmen und andere drin, die natürlich noch mal in einem ganz anderen Maß geeignet sind, um den Klimaschutz voranzubringen. Tatsächlich. Also man sollte nicht den Erfolg des Klimaschutzes in Berlin an dem Gelingen eines Zuwendungsprojektes oder auch mehrerer abhängig machen. Das würde ich für gefährlich halten. Trotzdem befriedigt auch mich der Mittelabfluss noch nicht. So. Ja, das ganze Thema, Frau Wolf, das ganze Thema Zero-Waste-Strategie und Entsorgung spielt schon eine Rolle. Wenn Sie ab Seite 25 im Monitoring-Bericht gucken, dann spielt es da eine Rolle. Werden auch Projekte gefördert, beispielsweise auch das Better World Cup und so bei den 20.000 Einwegbechern, die pro Tag in Berlin, glaube ich, über die Ladentheke gereicht werden. Lohnt sich das auch wirklich? Also es werden viele Projekte, auch die zu der Zero-Waste-Strategie wiederum gehören, werden auch im Rahmen des BEK gefördert. Also nochmal, es gibt Strategien, die werden teilweise dann auch durch das BEK gefördert, aber die Strategie hängt nicht komplett an diesen BEK-Förderungen. Die unterstützen das nur. Auch das muss man klar machen. Das Thema Bauschuttablagerung ist ärgerlich, auch aus anderen Gründen. Was ich spannend fände, ist das zirkuläre Bauen. Also die Frage, wie wir überhaupt dazu kommen, dass Baustoffe, dass so gebaut wird, dass Baustoffe wiederverwendet werden können. Und ganz generell, und auch das ist eine Empfehlung für die Weiterentwicklung des BEK, dass wir mehr bei Erhalt und Umbau statt Abriss und Neubau machen. Denn dabei fällt natürlich der Bauschutt im Moment noch an, dass wir eher auf Umbau und Erhalt setzen. Das würde massiv CO2 einsparen, wenn wir das stärker hinbekommen. Mein Mund ist schon trocken. Ich überlege gerade, vielleicht sage ich noch abschließend was zu den ganz großen Fragen, die Theory of Change. Und die Mobilität, Herr Freimark, ohne dass ich das jetzt umfassend natürlich machen kann, da sitzen wir jetzt im falschen Ausschuss. Die Theory of Change, dahinter steckt ja Ihre Frage, wie schafft man es, dass Menschen auf ihr Auto verzichten? Und da würde ich sagen, ganz generell glaube ich, was wir schaffen müssen, und dazu können wir diesen Ausschuss genauso nutzen wie den Mobilitätsausschuss, wir müssen Menschen auch davon überzeugen, nicht nur, dass Klimaschutz insgesamt und CO2-Reduktion nötig ist, auch in ihrem eigenen Interesse und in dem ihrer Enkelkinder, sondern dass es auch schon für sie heute einen Mehrwert bedeutet. Auch wenn sie auf ihr eigenes Auto verzichten. Für ihre Enkelkinder sowieso, darüber muss ich hier, glaube ich, nichts sagen. Warum es die Fridays for Future gibt, wissen Sie alle. Aber ich bin fest davon überzeugt, auch schon für unser Zusammenleben in Berlin hier und heute. Nicht nur für die Qualität der Luft, für die Verkehrssicherheit, auch für die Frage, wofür öffentlicher Raum genutzt wird. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen Menschen überzeugen können. Mir begegnen auch überall in der Stadt eher Leute, die sagen, ermöglicht es uns, aufs eigene Auto zu verzichten? Eigentlich sind wir dazu bereit. Und auf welche Weise wir das ermöglichen, darüber könnte ich jetzt stundenlang reden, aber dann kommen Sie vielleicht wirklich mal in den Mobilitätsausschuss. Das sind ja auch öffentlich die Sitzungen, dann reden wir da länger drüber. Gleichzeitig, das hatte ich beim Thema Zero Emission Zone ja schon auch ausdrücklich gesagt, wird es schon auch hier ganz klar Push-Faktoren brauchen. Also wir brauchen weniger Autos in der Stadt und wir brauchen vor allem ein Ende der Verbrennermotoren. Aber beides werden wir in der Stadt brauchen. Beides sage ich hier ganz ausdrücklich. Und dafür wird es auch nicht nur genügen, wie das einige Parteien hier im Haus oder einige gerne immer sagen, es wird nicht nur genügen, Wahlfreiheit durch andere Angebote herzustellen. Das ist ein wichtiger Faktor, aber es ist ganz klar auch das Ziel, weniger Autos, keine Verbrenner mehr. Und die Frage ist eigentlich nur, auf welchen Wegen kommen wir zu diesem Ziel. Das Ziel muss am Ende stehen, anders wird es nicht funktionieren.
Und natürlich ist ein besserer ÖPNV und alternative Angebote, und dazu gehört die Sharing Mobility ausdrücklich auch, sind alles Mittel auf dem Weg zu diesem Ziel. Ich will das hier nur der Deutlichkeit halber noch mal dazu sagen. Und vielleicht, Herr Freimark, damit es eine Verbindung wirklich auch direkt mit diesem Ausschuss hat, sage ich jetzt nicht alles, was wir fürs Thema klimafreundliche Mobilität auch am Stadtrand beispielsweise tun können. Das ist aber eine Priorität für mich in den nächsten 5 Jahren. Das Unterwegssein ohne eigenes Auto, das klimafreundliche Mobil Unterwegssein auch am Stadtrand zu ermöglichen, das hat Priorität. Aber wo es eine direkte Verbindung gibt zu dem, was wir hier diskutieren, ist für mich die Frage autofreie Räume. Und da bin ich ja ganz fest davon überzeugt, dass wir den Weg gehen müssen, dass wir der polyzentrischen, der Tatsache Rechnung tragen müssen, dass Berlin eine Stadt ist, die aus ganz vielen Kiezen und Zentren besteht. Und das heißt, wir möchten autofreie Kieze, autofreie Oasen sozusagen in jedem Bezirk und in jedem Kiez und nicht einfach mit einem Schlag eine autofreie Innenstadt, die dann den ganzen Autoverkehr an den Stadtrand verdrängt. Ich halte das, so sehr ich das Ziel dieser Volksinitiative natürlich teile, für den politisch falschen Weg. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine Autofreiheit, die immer mehr, die aus den Bezirken und aus den Kiezen heraus wächst, denn so ist Berlin nun mal. Und das bedeutet autofreie Kieze überall, das können wir mit der Mobilitätswende natürlich befördern, indem wir Modellprojekte haben, die Kiezblocks, die also autofreie Plätze auch im Rahmen des Fußverkehrsattraktivität überall ausweisen. Und da trifft sich dann aber direkt der Klimaschutz, die Klimaanpassung, die Grünflächensicherung mit der Mobilitätswende. Denn überall, wo wir einen Platz vom Autoverkehr oder befreien, vom Durchgangsverkehr befreien, kann man natürlich auch entsiegeln und kann man natürlich auch Bäume pflanzen, wo dann Menschen auch im heißen Sommer im Schatten vielleicht sitzen können und ein Trinkbrunnen daneben steht. Also ich finde, gerade bei dem Thema autofreie Kieze gestalten wir die Stadt um, da betreiben wir ein Stück weit Stadtentwicklung und gleichzeitig betreiben wir Anpassung an den Klimawandel, betreiben Umwelt- und Klimaschutz, ja, und betreiben die Verkehrswende, alles unter einem Hut. Und deswegen glaube ich, vor allem an dieser Stelle schneidet sich wirklich die Aufgaben, die wir hier haben, mit den Aufgaben der Verkehrswende ganz unmittelbar. Und dabei will ich es jetzt belassen. Ich habe sehr, sehr lange geredet, das tut mir leid. Ich gebe jetzt Frau Karcher und im Anschluss Frau Züchner das Wort, wenn ich darf, Herr Vorsitzender. Gut. Okay, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Ich habe mal geguckt, was vielleicht an Fragen noch offen ist. Das war eine präzise Frage nach dem CO2-Preis. Das sind 180 Euro. Das ist im Klimaschutz- und Energiewendegesetz in § 29 festgelegt. Die Schadenskosten, die da einberechnet werden, wenn man beispielsweise berechnet, ob sich jetzt eine Solaranlage lohnt oder nicht. Zur Frage der Solardächer, das ist eine der Maßnahmen, die in der Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Energie und Betriebe liegt, Wirtschaftsenergie und Betriebe liegt. Natürlich sehen wir als Umwelt- und Klimaverwaltung es als unsere Aufgabe an, da die anderen auch zu pushen. Gleichzeitig ist es aber ganz wichtig, dass klar bleibt, nicht jede Klimaschutzmaßnahme liegt in unserer Verantwortung, sondern da müssen die jeweils zuständigen Senatsverwaltungen auch die entsprechende Verantwortung übernehmen. Geothermie wurde gefragt, Tiefengeothermie, das ist sicherlich ein Punkt, den wir angehen müssen. Die oberflächennahe Geothermie kann in flächigeren Bebauungsgebieten, also ein-, Zweifamilienhäusern, genutzt werden. In den Innenstadtgebieten ist dafür meistens nicht genug Platz. Das heißt, da sind wir auf Wärmeversorgung durch Wärmenetze mit den entsprechenden erneuerbaren, regenerativen Wärmepotenzialen angewiesen. Und da ist ein Potenzial die Abwärme. Wir arbeiten an einem Wärmekataster, das sowohl die Wärmebedarfe als auch die Wärmequellen zusammenstellt, die Möglichkeiten aus Abwärme, beispielsweise aus Abwasserabwärme, Wärme für die Wärmenetze zu gewinnen. Und dazu gehört aber natürlich auch die Tiefengeothermie als eine regenerative Quelle,
um die Wärmenetze zu speisen. Das werden wir uns auf jeden Fall angucken, ob das noch in das BEK rein soll. Das ist ja ein strukturierter Prozess der Erstellung des BEK. Die Auftragnehmer haben Vorschläge vorgelegt, haben Maßnahmenvorschläge vorgelegt, die eben auch im Internet und in den entsprechenden Fachforen diskutiert werden. Dann werden sie einen Vorschlag vorlegen, den werden wir uns in der Verwaltung natürlich nochmal sehr intensiv angucken und werden da auch nochmal sehr genau gucken, okay, fehlen da Dinge, denn selbstverständlich können da auch weitere Punkte eingebracht werden, die die Auftragnehmer jetzt nicht aufgeschrieben haben, von denen wir aber wissen, dass sie entscheidend sind, in den nächsten Jahren anzugehen. Anpassung wurde gesagt. Dann war die Frage, warum sind im Bereich Wirtschaft, im Handlungsfeld Wirtschaft, eine relativ große Anzahl von Maßnahmen zurückgestellt worden. Das finde ich auch bedauerlich, kann ich nur sagen. Das muss man daran arbeiten, dass das in der nächsten Runde besser wird. Ich könnte mir vorstellen, aber es ist jetzt so ein bisschen Spekulation, dass es zumindest teilweise Maßnahmen sind, die Qualifizierung, Netzwerkbildung etc. waren, die pandemiebedingt einfach deutlich schwieriger durchzuführen waren. Und ich hoffe, dass wir jetzt aus dieser Pandemiephase rauskommen und auch solche kommunikativen Projekte leichter wieder durchführen können. Dann war genau die Frage Baustoffe. Zirkuläres Bauen ist ein ganz wichtiger Punkt und ich finde es auch richtig, dass man den Zusammenhang zwischen Abfallwirtschaft, zwischen Wiederverwendung und dem Klimaschutz an dieser Stelle nochmal zieht, denn klimarelevante Emissionen werden ja nicht nur bei der direkten Energieverwendung beispielsweise frei, sondern auch bei der Herstellung von Baustoffen. Deswegen ist eben der Erhalt von Bausubstanz und das Recycling von Baustoffen auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Dann zu Finanzen. BEK ist ein bisschen was gesagt worden. Ganz klar, wir können bei diesem 20-Millionen-Topf, den wir für innovative Maßnahmen zur Unterstützung des BEK-Prozesses einsetzen können. Wir können da nicht mit zufrieden sein, dass das Geld da nicht abgeflossen ist. Andererseits weiß man natürlich, dass wenn man Programme aufsetzt, wenn man Mittel verfügbar macht, dass die nicht sofort abfließen können, weil beispielsweise Förderrichtlinien erst geschrieben werden müssen etc. Von 2020 auf 2021 hat sich der Mittelabfluss immerhin verdoppelt. Wir haben für 2022 jetzt 14 Millionen verplant. Das heißt, ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir da einen besseren Mittelabfluss hinkriegen. Und zwar nicht, weil dann das Geld weg ist, sondern weil dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt werden. Dann war die konkrete Frage noch nach dem Senatsausschuss. Hat er schon getagt? Nein, er hat noch nicht getagt. Das hätten Sie mitbekommen. Der Senatsausschuss wird im Rahmen des Beschlusses zur Klimagovernance, so planen wir das, im 100-Tage-Programm eingesetzt und wird dann danach zusammentreten. Und ein schönes Thema noch zum Schluss, das ist die Frage der Umweltbildung. Da haben Sie ganz recht, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und über den Haushalt werden am Ende des Tages Sie entscheiden, aber in unseren Entwürfen zu dem Haushalt werden jedenfalls die Umweltbildungsmaßnahmen und die Unterstützung der entsprechenden Institutionen fortgeführt. Das sind die Waldschulen, das sind entsprechende Initiativen auch bei der Stiftung Naturschutz, beim Ökowerk. Und was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist das FÖJ, das Freiwillige Ökologische Jahr, was auch mit 360 Plätzen weitergeführt wird. Denn ich denke, das ist eine sehr intensive Maßnahme der Umweltbildung, wenn wirklich junge Menschen, teilweise auch nicht junge Menschen, sich tatsächlich ein Jahr in diesem Bereich betätigen, engagieren, lernen und beitragen können. Damit wäre ich mit den Punkten, die aus meiner Sicht noch offen waren, durch. Frau Züchner, vielleicht wollen Sie trotzdem noch zumindest zum Thema Wärmewende und auch so ein bisschen die Frage, wie dieses Monitoring aufgebaut ist. Dazu gab es ja auch noch mal Fragen. Wie ist es mit den Federführungen und so? Warum werden die erwähnt und nicht mehr erwähnt? Noch mal fortfahren. Ja, sehr gerne. Ich bin zu hören. Ja, wir hören Sie. Okay, wunderbar. Ja, also ich
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, auch nochmal vielen Dank von mir, dass wir hier die Gelegenheit haben, das Thema nochmal ausführlicher zu besprechen. Ich freue mich auch über den Dank, Herr Freimark, den gebe ich natürlich gerne ans Team und meine und die anderen Häuser weiter. Genau, ich habe nochmal geschaut, es waren die Fragen gingen ja ein bisschen auf den vorhandenen Bericht und dann auch adressieren, wie geht es weiter und was adressiert das neue BEK zum Monitoringbericht selbst? Glaube ich, sind alle Fragen soweit beantwortet worden. Ergänzen möchte ich noch mal zum Thema Klimaanpassung, das ja hier auch adressiert wurde. Und Monitoringbericht, auch das kritisieren Sie zu Recht, dass der Klimaanpassungsbereich da eher unterrepräsentiert ist. Das wissen wir und wir haben deshalb auch die Fortschreibung ein bisschen anders aufgestellt, während wir für den Klimaschutzteil wirklich uns externer Expertise bedienen und dort auch einen sehr breiten Beteiligungsprozess aufgesetzt haben, adressiert der Klimaanpassungsbereich eher Fragen, die an die Wissenschaft gehen und an die jeweiligen Fachverwaltungen in der Senatsbau- und Bezirksverwaltung, sodass wir uns dann überlegt haben, dass wir diesen Teil selber bearbeiten werden. Das heißt, der gesamte Anpassungsteil wird neu aufgesetzt. Er wird ja, unter Mitwirkung auch der vieler Unternehmen, Verbände und so weiter, aber der wird in eigener Regie erstellt und wird dann auch die Punkte adressieren, die für Berlin wichtig sind. Das ist einmal das Thema Hitze, das ist einmal das Thema Wasser und natürlich das Thema Grün. Zum Thema, Herr Taschner hat das am Anfang gefragt, wer hat eigentlich hier wie zugearbeitet? Es ist so, dass es natürlich eine grundsätzliche Zuständigkeit in den Ressorts gibt. Gleichwohl gibt es Überschneidungen in den einzelnen Maßnahmen, sodass zum Teil eine Federführung oder eine Mitwirkung besteht. Das haben wir hier nicht nochmal explizit ausgewiesen. Es gibt ein sogenanntes Umsetzungskonzept zum BEK, wo die Federführung und Mitwirkung zu jeder Verwaltung festgelegt ist. Ich meine, das müsste auch auf unseren Internetseiten verfügbar sein. Dann zum Thema Gebäude ist eigentlich schon vieles gesagt worden, auch das Thema Milieuschutzgebiet. Also wir wissen, dass die Strategien oder die Ziele sehr, ja, sehr ambitioniert sind im Gebäudebereich. Und werden auch im Rahmen der Fortschreibung das entsprechend berücksichtigen. Die Fortschreibung wird ja Sektorziele enthalten. Das heißt, die Maßnahmen müssen dann auch so ausgerichtet sein und die Strategien, dass sie geeignet sind, die Sektorziele zu erreichen. Und was auch wichtig ist, dass wir versuchen, für die Maßnahmen Hilfsindikatoren zu bilden, um die Zielerreichung und ein Monitoring zu verbessern. Das ist ja auch zu Recht in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden. Das heißt aber auch, dass wir die Maßnahmen jetzt so anschärfen müssen, dass konkrete Zielmarken definiert werden. Und das ist in vielen Fällen nicht so einfach. Wie definiert man zum Beispiel, wie viele Quartierskonzepte müssen gemacht werden, wie viel Energieberatung, wie viel Ausbau in dem und deinem Bereich ist notwendig bzw. möglich in einem Umsetzungszeitraum von 5 Jahren. Zum Mittelabfluss hatte sowohl die Senatorin als auch Frau Dr. Karcher schon was gesagt. Wir gehen davon aus, dass wir mit den Haushaltsmitteln, die momentan, so wie es momentan abzeichnet, ganz gut zurechtkommen werden. Wichtig ist, dass die Finanzplanung dann wieder ein bisschen mehr Luft nach oben lässt, da wir davon ausgehen, dass wir weiterhin steigenden Mittelbedarf haben, insbesondere auch im investiven Bereich und insbesondere zu den Fragen der Wärmewende. Und das Thema Wärmewende gewinnt ja unter der aktuellen Situation ja nochmal ja, an Dramatik und an Bedeutung. Das Thema Kohleausstieg wurde vorhin ja schon mal angesprochen. Also aktuell gehen wir davon aus, dass das Thema Kohleausstieg nicht in Frage gestellt wird, sondern dass wir möglichst vor 2030 aus der Kohle rausgehen. Und wir müssen natürlich versuchen, dass wir nicht nur die Fernwärme dekarbonisieren, sondern auch das Gas.
möglichst so, dass es auch vor 2045 der Fall ist. Was machen wir beim Thema Wärmewende? Als allererstes schauen wir uns jetzt an, auf der Grundlage der Wärmestrategie, wie können wir ein Wärmekataster aufsetzen? Dort sind wir mit den Kollegen der Wirtschaftsverwaltung im Gespräch, die ja den Energieatlas halten. Und in dem Wärmekataster müssen natürlich alle Potenziale im Bereich EE dargestellt werden und natürlich auch Grundstücke, wenn wir sie für Speicher benötigen. Und das Wärmekataster ist dann Grundlage für eine anstehende Wärmeplanung, sodass man dann sehen kann, wo bieten sich leitungsgebundene oder dezentrale Wärmeversorgungslösungen an. Ja, so viel erstmal von mir und ansonsten stellen Sie gern weitere Fragen. So, vielen Dank, Frau Züchner. Das Wort Fragen. Jetzt machen wir die zweite Runde, weil wir ja 11.03 Uhr die Lüftungspause machen wollen. Wer die Frage an Sie, die jetzt auf meiner Redeliste sind, das sind drei Personen, ob Sie sich kurz fassen können, weil wir ja beim nächsten Punkt 3 der Tagesordnung auch so Klimagovernance, da werden auch ähnliche Themen angeschnitten. Deshalb wäre die Frage, ob Sie sich kurz fassen. Wenn ja, dann könnten wir Lüftungspause ein paar Minuten nach hinten verschieben, sodass wir vor der Lüftungspause, ich habe Sie gesehen, Herr Kutschak, dass wir vor der Lüftungspause mit diesem Top fertig sind. So, das machen Sie. Dankeschön. Dann ist Herr Reifschneider, Frau Wolf, Frau Lerch und Herr Kutschak dran. Und nochmal bitte um Kurzfassung und auch kurze Antworten. Dankeschön. Herr Reifschneider. Vielen Dank. Ich möchte daran erinnern, dass die Frage von Herrn Taschner zu dem Thema Fachkräftebedarf nicht beantwortet wurde. Da würde ich trotzdem würde ich auch darauf Wert legen, dass da noch darauf eingegangen wird. Dann wurde meine Frage zu den neuen Bus- und Tramhaltestellen, zu der europaweiten Ausschreibung nicht beantwortet. Da sollte bitte noch darauf eingegangen werden. Dann geht es noch um die BEK-finanzierten Förderprogramme. Und ganz explizit, Klimaschutz ist eine Aufgabe des gesamten Senats. Wir sprechen heute und jetzt über den BEK, deswegen spreche ich über den Erfolg und Misserfolg des BEKs. Damit sage ich noch nichts über den Misserfolg des Klimaschutzes in Berlin, aber jetzt sprechen wir über das BEK. Auffällig ist, dass Sie Förderprogramme haben, die teilweise sehr kleinteilig sind oder sehr wenige Anträge nur generieren, wie das Förderprogramm Klimaanpassung. Da ging es dann um die Bewässerung von Grünanlagen durch Grundwasser und nicht durch Trinkwasser oder Regenwassermanagement auf einem Friedhof, also zwei Projekte. Bei dem Förderaufruf für akkubetriebene Gartengeräte gab es 4 Anträge mit einem Fördervolumen von 72.000 Euro. Also jetzt mal unter Effizienzgesichtspunkten. Ist es wirklich sinnvoll, so kleinteilige Maßnahmen mit einzelnen Förderaufrufen auszustatten? Oder wenn es um die Akkugeräte geht, sollte man nicht die Bezirke an der Stelle einfach anders ausstatten oder andere Vereinbarungen mit den Bezirken treffen, die Gelder dann zu übernehmen? Das war es auf die Kürze. Vielen Dank. Herr Abgeordneter, Frau Wolf, Sie sind dran. Ja, vielen Dank. Ich möchte aber trotzdem noch mal auf die illegale Entsorgung zurückkommen. Das hat mir auch nicht so ganz gereicht, weil ganz ehrlich, ich glaube, dass wir gerade im Umweltausschuss doch aufpassen müssen, unsere Wälder sind voller Dreck. Und zwar Bauschutt. Und da finde ich es ein bisschen schade, weil ich habe das gelesen auf Seite 25, aber das ist ja nur ein Umriss darüber, dass es in Planung ist und dass es sozusagen ja dann auch eine Entsorgungsanlage geben soll. Aber es muss einen Anreiz dafür geben, auch in der Ist-Situation. Und das finde ich so ein bisschen bedauerlich. Also vielleicht können wir das so noch mal berücksichtigen. Sehen Sie da irgendeine Aussicht, dass man dann einen Anreiz oder die Art der Kommunikation auch in die Privathaushalte noch anders kommuniziert? Oder sind die überhaupt berücksichtigt an dieser Stelle? Und zwar in der Ist-Phase, weil der Klimaschutz ist ja sozusagen gestern, den wir anfangen müssen. Also die Wälder sind wirklich voll, muss man einfach sagen. Ich muss es einfach aus dem Flächenbezirk jetzt mal heraus sagen, weil das tut einfach weh und das Ordnungsamt kommt nicht hinterher. Das ist traurig und das ist auch umweltschädigt und giftig. Wir haben sonst das nächste Problem, dass wir Böden entsorgen müssen und keine Laubwälder mehr anpflanzen können, weil der Boden das nicht mal mitmacht. Also insofern habe ich die große Bitte, können Sie mir darauf noch mal eine Antwort geben, ob wir das in irgendeiner Form noch enger und näher berücksichtigen können. Danke. So, danke, Frau Abgeordnete. Jetzt ist Frau Lerch dran und dann Herr Kutscher. Frau Lerch. Danke, Herr Vorsitzender. Ich wiederhole meine Frage aus der ersten Runde, weil sie noch nicht beantwortet wurde. Nachhaltiger Klimaschutz, Stichwort Bildung und da auch sozusagen Begeisterung für die neue Fachkräftegeneration vielleicht für das Thema. Können Sie da nochmal sagen, können wir die bestehenden Strukturen, die wir im Umweltbildungs- und Klimabildungsbereich haben, wie sind die im BEK aufgegriffen oder sind sie dann an anderer Stelle etwas besser bestückt als bisher angenommen? Danke.
So, danke, Frau Abgeordnete. Herr Kotschak, Sie haben das Wort. Genau, ich fasse mich auch kurz. Ich wollte fragen, wie weit wir bei der Umsetzung des Solargesetzes sind. Dann hätte ich noch eine Frage. Wir haben über den Kohleausstieg gesprochen. Im Koalitionsvertrag steht ja, dass es eine Studie zur Perspektive des Erdgasausstiegs geben soll. Gibt es da schon Bewegung? Das ist wahrscheinlich auch im Wirtschaftsausschuss, aber vielleicht wissen Sie da mehr, als bei uns angekommen ist. Und gibt es Untersuchungen zu sozialen Folgen der Klimakrise in Berlin, die wir jetzt beim kommenden BEK dann auch mit berücksichtigen können? Danke, Herr Abgeordneter. Frau Senatorin, Sie haben das Wort. Ich würde gerne zu zwei Sachen noch mal was sagen und die anderen Nachfragen weiterreichen. Das eine ist die Grundfrage, ob die Förderprogramme nicht überhaupt zu kleinteilig sind und man das ganz anders machen müsste. Das andere ist die Geschichte mit den Fachkräften und auch den Nachwuchs, den potenziellen Nachwuchs. Also das ist ja auch eine Frage der beruflichen Bildung, wenn man so will, an den Schulen. Das ist tatsächlich, da bin ich dankbar, das tut mir leid, das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass ich das vergessen hatte. Das ist nämlich tatsächlich, das werden wir merken, wenn wir uns dann doch demnächst im Ausschuss auch mal mit der Studie Berlin-Paris-konform machen, beschäftigen. Der Fachkräftemangel ist eines der Haupthindernisse. So, es ist tatsächlich so. Also da können wir beschließen, was wir wollen. Wenn wir die Leute nicht haben, die das umsetzen, die die Solarpaneele auf die Dächer tun, die die Wärmepumpen einbauen, wenn wir die Fachkräftemangel nicht hinkriegen, dann kommen wir nicht voran. Und es ist tatsächlich ein massives Hindernis. Und dazu passiert einiges. Da gab es, das sehen Sie hier, das ist auf Seite 19. Ich will das jetzt hier nicht alles vortragen angesichts der Zeit. Workshops, die es da auch schon gab mit den Handwerkskammern, den Innungen und zu der Wirtschaft, wie man da vorankommen kann. Ich glaube, also ich möchte unbedingt an dieses Thema ran, und zwar in dem Fall gemeinsam mit der Wirtschaftsverwaltung, gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung. Das ist ein Breit- und vor allem zusammen mit den Innungen und vielleicht sogar mit der GASAG. Das sage ich jetzt, die Frau Züchner zuckt vielleicht, weil das ist eines der Themen, über die ich demnächst mal reden wollte. Hatten wir aber noch gar keine Gelegenheit. Also wir brauchen eine Offensive für das, was für Klima-Azubis, wenn man so will, für Ausbildungen, für Fortbildungen. Die Berufe ändern sich ja auch. Also die Schornsteinfeger-Innung beispielsweise, das kann eine Innung werden, aus der heraus Energieberater, die uns ja auch dringend fehlen, entstehen können. Die können Energieberatung im Grunde machen das heute schon. Da braucht es zum Teil, da braucht es eben Fortbildung für die Leute, die schon im Beruf sind, und es braucht eine ganz andere Art von Ausbildung. Da gibt es auch Möglichkeiten, sowas wie die Ausbildung zum Solateur beispielsweise, der dann eben Solarpaneele auf die Dächer machen kann. Da braucht es Dachdecker, da braucht es Schornsteinfeger, da können noch andere, die SHK-Innung, sind ganz viele daran beteiligt. Und die positive Nachricht ist, da gibt es so viel Bedarf, auch aus der Industrie, dass es überhaupt keine Konkurrenz ist, dass man da wunderbar was zusammen machen kann, weil wir einfach ein Riesenproblem haben. Das sind zum Teil auch Ausbildungen, wo man schon nach einem Jahr Geld damit verdienen könnte. Auch das könnte ein Anreiz für junge Menschen sein. Ich glaube, es hat aber auch viel mit Wertschätzung zu tun. Ich habe mit der Handwerkskammer gesprochen, die haben gesagt, dass es gibt eine Umfrage auch unter jungen Menschen, unter Azubis, warum sie einen Handwerksberuf ergreifen, und noch vor dem guten Geld oder sicheren Job kommt da auch die Sinnhaftigkeit des Jobs. Also die Sinnhaftigkeit ist ein wichtiger Grund, einen Job zu ergreifen, und ich wüsste nicht, was es viel Sinnvolleres gibt, als wenn man mit seinen handwerklichen Fähigkeiten was gegen den Klimawandel tun kann. Insofern glaube ich, deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass es viel auch mit einer breiten Kampagne hat, dass wir dann einfach noch mehr Bewusstsein dafür schaffen müssen, dass Berufe sich wandeln, dass das alles im Grunde heute schon Klimaberufe sind, und mit Hilfe von einer gemeinsamen Fortbildung, wo wir auch unterstützen können, eben auch zu Klimaberufen werden können, für die neuen Art von Qualifikationen, die wir da einfach brauchen. Und das brauchen wir wirklich im großen Stil, wenn wir vorankommen wollen. Also insofern danke, dass Sie mich an das Thema noch mal erinnert haben. Da werden wir noch aktiver werden müssen, unbedingt. Ja, und die Grundfrage, Herr Reifschneider, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, für das, was wir insgesamt für den Klimaschutz tun müssen, brauchen wir viel, viel, viel mehr. Die Frage ist, ich sage mal so, wenn es Ihnen darum geht, dass wir die 20 Millionen möglichst schnell
irgendwie auch für Klimaschutz loswerden wollen, dann würde ich sagen, eine einfache Maßnahme ist es sicher, die dem Programm, Förderprogramm Effiziente Gebäude Plus noch obendrauf zu packen, das ich schon erwähnt hatte, das wirklich zum ersten Mal von den Hauseigentümern angenommen wird, weil es eben umfassende Sanierungen ermöglicht und offensichtlich attraktiv ist für Hauseigentümer. Dann haben wir da statt 50 Millionen 70 Millionen. Ist gut, bringt ein paar Gebäude mehr, aber Sie sehen ja, dass dieses Programm auch an ganz vielen Stellen, tatsächlich auch durch kleine Maßnahmen, aber was hebelt, Bewusstsein schafft oder auch was hebelt, was hoffentlich dann auch in einem größeren Maßstab skaliert werden kann und auch noch größer ausgebaut werden kann. Und deswegen kann man natürlich auch immer Ausgabenkritik betreiben und gucken, ob das Geld da jetzt sinnvoll angewendet ist. Ich warne aber nochmal davor, dass das Programm, also ich warne es auch, man kann es in diese Richtung weiterentwickeln, es würde aber auch viel verlieren, wenn wir einfach nur sagen, wie sind die 20 Millionen am schnellsten ausgegeben. So, das geht, aber dann würden ganz viele Themenbereiche, die in dieser Stadt nochmal eine größere Bedeutung brauchen, würden dann gar nicht mehr berücksichtigt werden. Und ganz oft braucht es ja von der öffentlichen Hand so einen Antrieb, so einen Anstoß und dann geht auch was von alleine weiter. Und das zumindest möchte ich mir ungern nehmen lassen. Das war jetzt ein Plädoyer für die Breite, die dieses Programm hat. So, vielen herzlichen Dank. Und jetzt Frau Dr. Karken. Ja, vielen Dank. Zur Frage illegale Müllentsorgung, illegale Bauschuttentsorgung. Das ist ja ein komplexes Problem. Es handelt sich erstmal um eine illegale Entsorgung. Das heißt, das ist eine verbotene Aktivität, die vielleicht angereizt wird dadurch, dass möglicherweise die Kosten hoch sind. Da hat man auch das Problem, dass Abfallentsorgung, egal um welche Abfälle es sich handelt, ist ein komplexer und teurer Vorgang. Deswegen Zero-Waste-Strategie, deswegen Abfallminderung. Die Abfälle entsorgen sich nicht umsonst. Und ich denke, es gibt aber so eine Wahrnehmung, wenn man was Neues kauft, dann ist man bereit, Geld dafür auszugeben. Aber dass Abfallentsorgung wirklich Geld kostet und dass es das eben nicht umsonst gibt und dass es Teil beispielsweise einer Umbaumaßnahme ist, genauso wie die Beschaffung der neuen Baustoffe, das ist ja so ein bisschen verständlich, dass das Bewusstsein dafür nicht da ist. Aber das rechtfertigt natürlich nicht die illegale Entsorgung. Gleichwohl muss man sich natürlich angucken, ob möglicherweise die Kosten, die Gebührenstrukturen das falsche Verhalten anregen. Das kann man sich sicherlich noch mal angucken, wie sehen da die Gebührenstrukturen aus. Ich weiß aber nicht, ob Leute, die es einfacher finden, ihren Müll umsonst in den Wald zu fahren, da besonders empfänglich zu sind, wenn es ein bisschen billiger wird, denn umsonst wird es wahrscheinlich nicht sein. Oder muss man sich überlegen, grundsätzlich die Abfallwirtschaft umsonst zu machen, weil sonst einige Leute ihre Abfälle illegal entsorgen? Also ich finde, es ist einfach ein relativ komplizierter Fragenkomplex, wie man mit der Problematik umgeht. Was wir auf jeden Fall aber auch angehen werden, ist, und das ist ja auch vorgesehen, dass die BSR stärker auch in die Beseitigung von illegalen Abfallablagerungen eingebunden wird, da einfach mehr tun wird, damit die Ablagerungen, die dann geschaffen sind, eben auch beseitigt werden. Das ist aber natürlich im Zweifelsfall immer teurer, als sie von Anfang an zu verhindern. Insofern ist völlig klar, man muss sich angucken, was kann man tun, sowohl auf der Verhinderungsseite, Ordnungsrecht dafür sorgen, dass Leute auch dafür bestraft werden, was sie tun, und an der anderen Stelle, wie kann man die Anreize positiv genug setzen, dass eben ordnungsgemäß entsorgt wird. Keine Frage, das muss sozusagen ein Dreiklang aus Maßnahmen sein. Die zu kleinteiligen Förderprogramme, das wird man sich sicher angucken müssen. Manchmal weiß man ja auch nicht, welche Angebote nachgefragt werden, wo man sozusagen auf den Bedarf gut reagiert hat und wo eben der Bedarf eben nicht so groß ist. Das werden wir uns aber auf jeden Fall angucken. Wir steuern natürlich unsere Programme aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, nach. Ich weiß nicht, vielleicht kann Frau Züchner das auch noch ergänzen. Die Frage Studie zu Erdgasausstieg. Frau Züchner, können Sie vielleicht auch noch was zu sagen? Ich denke, die ganze Frage Erdgas wird man sich aber tatsächlich in der aktuellen Situation oder wenn die sich hoffentlich positiv aufgelöst haben wird, nochmal auch in einem ganz neuen Umfeld angucken müssen. Ich weiß nicht, ob da sozusagen die Studien, die jetzt vor 4 Wochen vielleicht fertig geworden sind, noch die komplette Aussagekraft haben.
Studie zu sozialen Auswirkungen von Klimaschutz. Muss ich jetzt passen? Weiß ich nichts, was wir da auf dem Schirm haben, Frau Züchner. Vielleicht können Sie das ergänzen. Klar ist, dass wir uns, denke ich, hier alle einig sind, dass Klimaschutz nicht auf den Schultern derer, die am ärmsten sind, die am wenigsten haben, ausgetragen werden darf. Und die Punkte, wo das passiert, sind, denke ich, an vielen Stellen klar. Das sind Heizkosten, das sind Mietkosten, das sind ÖPNV-Preise und das sind zum Teil auch Benzinpreise. Dann, was war noch? Genau, Umsetzung, Solargesetz. Frau Züchner, vielleicht können Sie dazu auch noch kurz was sagen. Und damit würde ich gerne an Frau Züchner weitergeben. So, Frau Züchner, ich bitte Sie um kurze Fassung, 2 Minuten Maximum. Okay, vielen Dank. Ich gebe mir Mühe. Zum Thema Solargesetz muss ich leider passen, weil das müsste ich mir von der für Energie zuständigen Verwaltung zuarbeiten lassen. Zum Thema Studie, Erdgasausstieg. Also soweit wie ich weiß, ist die noch nicht in Auftrag gegeben und ich glaube auch noch nicht mal ausgeschrieben. Da wäre sich sowieso grundsätzlich zu verhalten, wer dafür zuständig wäre. Zum Thema, gibt es Untersuchungen zur Klimakrise im Land Berlin? Es gibt auf Bundesebene zu verschiedenen Themen Studien, eine Berlin-spezifische gibt es nicht. Es gibt aber im Rahmen des Runden Tisches Energie, zum Beispiel auch Untersuchungen für einkommensschwache Haushalte, wo das Thema adressiert wird. Und das Thema Klimaschutz und Bildung ist ein sehr wichtiges Thema, wird auch weiterhin Bestandteil des BEKs bleiben, auch im Zusammenhang mit dem Nachwuchs und Fachkräftemangel. Zu dem Thema Förderung, ja, da haben Sie durchaus 2 Förderprogramme angesprochen. Im Bereich der Klimaanpassung haben wir schon unsere Schlussfolgerung gezogen und das Programm ist ausgelaufen aufgrund des wenigen Bedarfs. Das war aber auch pandemiebedingt. Und das Thema akkubetriebene Gartengeräte wurde auf Initiative der Bezirke und Gartenämter eigentlich initiiert. Da kann man auch vermuten, dass hier pandemiebedingt der Bedarf weniger war. Da schauen wir noch mal, ob wir hier eine entsprechende Nachsteuerung vornehmen können. Insofern erstmal von mir grundsätzlich schauen wir uns alle Förderprogramme an oder überhaupt die Mittelausreichung und werden das für die nächste Umsetzungsphase auch ein bisschen anders handhaben. So, vielen herzlichen Dank. Die Besprechung wird damit abgeschlossen und die Vorlage ist somit zur Kenntnis genommen. Jetzt machen wir eine Lüftungspause, 15 Minuten, das heißt 11.18 Uhr. Ich bitte Sie, pardon, 13, sorry, 11.28 Uhr. Ja, 11.28 Uhr, kurz vor halb. Ich bitte Sie, dass Sie pünktlich hier erscheinen. Danke. So, wir machen mit dem Punkt 3 der Tagesordnung weiter. Und das ist die Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. Herr Kollege, liebe Kolleginnen, bitte nehmen Sie Ihren Platz. Der Besprechungspunkt lautet Klimagovernance mess- und nachvollziehbar gestalten. Der Antrag kam von der FDP-Fraktion. Ist eine Begründung erwünscht? Ja. Ja. Dann Sie haben das Wort, Herr Reifschneider, und ich bitte um die Kürze. Danke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, auch wenn ich das jetzt einmal hier anmerken möchte. Wir haben ja gesagt in unserer Verfahrensordnung, wir wollen mindestens 3 Stunden tagen. Wir sollten uns also nicht unnötig unter Druck setzen, um immer irgendwie
Tagesordnungspunkte abzukürzen und Fragen nicht zu behandeln, nur weil wir irgendwie Lüftungspausen haben. Dann muss man halt organisatorisch im Abgeordnetenhaus anders sich aufstellen, dass die Ausschüsse ihre fachliche Arbeit auch im Umfang und in der Qualität so machen können, wie das eben erforderlich ist, gerade am Anfang einer Legislaturperiode. Das vorab. Aber jetzt zum eigentlichen Thema Klimagovernance. Wir haben ja gerade eben über das BEK gesprochen. Klimaschutz als Querschnittsaufgabe. BEK ist da nur ein Ausschnitt, haben wir besprochen. Das heißt, wir müssen uns bei dem Thema Klimagovernance eben deutlich über den Monitoringbericht des BEK hinaus aufstellen. Wir haben eine Rahmensetzung durch die EU, den Bund. Wir haben Maßnahmen des Landes, der Bezirke, von Unternehmen und Zivilgesellschaft. Und wir haben eine ganz wichtige Funktion. Wir haben eine Rechenschaftslegung gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit. Da würde uns sehr dringlich interessieren als FDP, was der Senat jetzt konkret geplant hat für die Klimagovernance, ob das eine interne, reine senatsinterne Arbeitsgruppe ist, ob da Berichte entstehen, die veröffentlicht werden, die dem Parlament vorgelegt werden oder nicht. Es ist in den Richtlinien der Regierungspolitik angesprochen, dass die Erfüllung der Sektorziele im Rahmen der Haushaltsaufstellung berücksichtigt werden. Die Sektorziele, nehme ich an, konnten noch nicht erarbeitet werden, weil das ist ja auch erst ein neuer Prozess. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, da bitte ich um Ausführungen zu, werden die Sektorziele erstmalig in die Haushaltsaufstellung des Haushalts 2024/25 einfließen können? Oder was ist da für den Blick? Ist da eine Nachsteuerung für den Haushalt 2022 noch geplant oder für den Haushalt 2023? Zudem wird von einer bezirklichen Kosten- und Leistungsrechnung gesprochen, die mit Hinblick auf den Klimaschutz verändert werden soll. Da auch die Frage, bis wann das passieren soll. Das ganz Wichtige für uns ist, dass man die Klimagovernance und die Berichterstattung dazu so gestaltet, dass sie tatsächlich transparent ist, öffentlich ist, also Rechenschaft abgelegt wird gegenüber dem Abgeordnetenhaus und der Öffentlichkeit, dass sie am besten in digitaler Form nachvollziehbar ist. Das, was bislang digital angeboten wird, ist definitiv nicht ausreichend. Dass dort die einzelnen Maßnahmen eben aufgeführt werden, des Landes, aber auch der Bezirke als auch anderer relevanter Akteure, wie auch beispielsweise große private Wohnungsbaugesellschaften, dass man die dazu einlädt, eben auch dort zu berichten, dass es um eine quantitative Bewertung der einzelnen Maßnahmen gibt, dass man eine Priorisierung der Maßnahmen eben auch aufzeigt und eine sehr nachvollziehbare Darstellung des aktuellen Umsetzungsstands der Maßnahmen. Mit Verlaub, der Monitoringbericht 2021 des BEK zum Beispiel ist dahingehend nicht sehr informativ, um es sehr freundlich auszudrücken. So, und da möchte ich gerne wissen, was plant der Senat mit Blick auf diese Forderung, die ich gerade auch skizziert habe, für die eigene Klimagovernance und wann wird das vorgelegt? Danke, Herr Reichschneider. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir pandemiebedingt grundsätzlich 3 Stunden tagen, heißt das nicht mindestens, sondern grundsätzlich. Und Sie hatten vorhin auch genügend Zeit, um sich zu äußern. Sie hatten 14 Minuten geredet in der ersten Runde. Und im Vergleich, ja, und Sie haben natürlich auch das Recht, so Anfragen zu stellen. Das heißt, dass niemand hier als Abgeordneter in seinen Rechten abgeschnitten wird, dass er kurz redet. Nein, uns haben ja vorhin genügend Zeit genommen und wie gesagt, das war ein Bericht und dazu können Sie auch jederzeit den Senat fragen, beziehungsweise dem Senat Fragen stellen. So, danke für die Begründung, Herr Abgeordneter. Jetzt hat das Wort der Senat, Frau Senatorin, Frau Jarasch, bitteschön. Vielen Dank. Herr Reifschneider, Sie haben viele Fragen gestellt, aber ich habe Ihre zentrale Frage so verstanden, dass Sie wissen wollen, was es mit der Klimagovernance auf sich hat, die wir uns vorgenommen haben, in den Richtlinien der Regierungspolitik einzuführen bzw. zu verbessern und die tatsächlich auch ein 100-Tage-Projekt ist. Ich beginne vielleicht mal damit und dann müssen Sie notfalls noch mal nachfragen. Also, passt eigentlich ganz gut, dass dieser Besprechungspunkt jetzt nach dem BEK-Punkt kommt, denn tatsächlich enthält das BEK
und mit der Grundlage des Berliner Energiewendegesetzes EWG enthält ja schon eine Art Monitoring tatsächlich und auch eine Art, wenn man so will, Klima-Governance in dem Sinne, dass es Maßnahmen aus verschiedenen Häusern, für die auch, wie gesagt, das hatten wir diskutiert, auch die Federführung sogar bei verschiedenen Häusern liegt, zusammenführt und in dem tatsächlich zum ersten Mal überhaupt Sektorziele festgelegt werden. Das heißt, dass die Menge quasi an CO2-Einsparung, die wir insgesamt in Berlin erreichen wollen, eben auf die vier maßgeblichen Politikfelder heruntergebrochen wird. Womit ich mich jetzt nicht aufhalten will, weil man das endlos tun kann, ist die Frage, wie genau das berechnet wird und wie man das auch noch anders machen kann. Dazu gibt es sowohl im Monitoring-Bericht als auch in diesem Fortschrittsfachforum gibt es diverse Möglichkeiten, natürlich das zu berechnen. Grundsätzlich geht es darum, und das ist, glaube ich, sehr viel entscheidender noch als die Frage, welchen Weg genau man benimmt, um die genaue Menge an Tonnen CO2, die wir als Land Berlin noch verbrauchen dürfen. Darum geht es, um diese Mengensteuerung zu berechnen, ist die entscheidende Frage, wenn man sich eine solche Zielzahl nimmt, wie überprüft man, ob man sich der eigentlich angenähert hat oder nicht und welche Maßnahmen vielleicht geeignet sein könnten. Und wie tut man das? Gemeinsam. Und damit habe ich die drei Hauptfelder umrissen, die wir mit der Klimagovernance erreichen wollen. Denn wir wollen einen Klimaausschuss einsetzen, zum einen ausdrücklich, das ist ein Senatsausschuss, in dem ein Großteil der Senatshäuser, das sind vor allem die Häuser, die jetzt auch im BIK natürlich eine größere Rolle spielen, sitzen werden. Das heißt, alle, die im engeren Sinn mit den Klimaschutzmaßnahmen, die wir tun können, zu tun haben. Also der wird sicher meine Verwaltung sitzen natürlich, da wird die Wirtschaftsverwaltung sitzen, da wird die Bauverwaltung sitzen, da wird aber auch, wollen wir jetzt noch Kultur aufnehmen wegen Denkmalschutz, Finanzen, weil es alles Geld kostet, so die Senatskanzlei. Dieser Klimaausschuss soll noch eine Unterstruktur bekommen, also eine Arbeitsgruppe, die Sitzungen vorbereitet. Und das bedeutet, dass der Senat regelmäßig, ein Großteil des Senats zusammenkommt, sich Rechenschaft darüber ablegen soll, wie weit wir eigentlich sind. Dazu dient eben die Sektorziele und das Monitoring, das wir noch weiter verbessern wollen. Und dann nachsteuern wird. Das heißt, auch zwischen den Haushaltsverabschiedungen und vor allem vor einem neuen Koalitionsvertrag sich gemeinsam vornimmt, was man noch tun kann, um besser zu werden in den einzelnen Zielen. Und im Wesentlichen werden das dann Vorlagen sein, die der Senat insgesamt dann beschließt. Das heißt, der gesamte Senat, auch auf der Ebene der Senatorinnen und Senatoren und nicht nur auf der Arbeitsebene, befasst sich mit dem Klimaschutz, zeigt dadurch, das ist eine gemeinsame Verantwortung. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, über das und das Thema, zum Beispiel Zielkonflikt mit dem Denkmalschutz oder Milieuschutz oder die Frage, wie sichern wir Grünflächen trotz Wohnungsbaupotenzialen oder wie bauen wir nachhaltig? Das sind natürlich alles Themen, die andere Ressorts betreffen. Es ist aber was anderes, ob ich nur ankomme und sage, ich hätte den Wunsch wegen Klimaschutz, können wir bitte in die Bauordnung aufnehmen, dass mehr mit Holz gebaut wird? Oder ist es wirklich ein gemeinsames Ziel, wo alle Senatoren ihren Beitrag leisten müssen? Und das ist mir auch noch wichtig, diese Sektorziele bedeuten nicht, das nur einzelnen Ressorts zuzuweisen. Denn zum Beispiel Fahrzeugflotten haben mehrere Häuser, Gebäudebestände haben fast alle Häuser. Wir haben vorhin schon in der Breite diskutiert, alles, also selbst für den Gebäudesektor können mehrere Häuser Verantwortung übernehmen, für den Verkehrssektor Reduzierung können mehrere Häuser Verantwortung übernehmen. Und das kann ich durchbuchstabieren für alle Häuser. Also es gibt nahezu jedem Haus Handlungsoptionen und Notwendigkeiten. Und Nachsteuerung ist auch deshalb wichtig, weil wir natürlich schon, wir haben uns im Koalitionsvertrag viel vorgenommen, wir haben aber den Klimaschutz zu einem übergeordneten gemeinsamen Ziel erklärt und das bedeutet, es genügt auch nicht, nur zu sagen, wir haben alles in den Koalitionsvertrag festgeschrieben und das wird abgearbeitet und mehr passiert nicht, weil es ja nicht geeint ist, sondern es setzt schon, es hilft schon, trägt schon dazu bei, dass alle Senatsverwaltungen sich doch noch mehr zu einer gemeinsamen Sache machen, als es bisher der Fall war. Wir wollen das Monitoring auch im Zuge dessen weiter verbessern. Wir wollen auch noch prüfen, ob man
kürzerfristige, nicht nur 5-Jahres-CO2-Budgets, sondern kürzerfristige CO2-Budgets sinnvoll errechnen kann, weil man dann auch schneller besser messen kann, wie weit wir gekommen sind. Wir wollen vor allem auch noch mehr mit Indikatoren arbeiten. Ich glaube, das wurde hier auch schon diskutiert, Indikatoren, wo man auch bei den einzelnen Maßnahmen besser belegen kann, was ist denn die Zielmarke und was könnte ein wichtiger Meilenstein sein und was müsste man eigentlich geschafft haben. Also welche Indikatoren, ist der Verkauf von Elektroautos, die Anzahl von Ladepunkten. Also man kann sich verschiedene Indikatoren, Erfolgsindikatoren fest vorstellen, aber wir wollen eben in Richtung auch messbarer Indikatoren gehen. Ich sage gleichzeitig dazu, auch das ist ein Prozess, der erst mit Leben erfüllt werden muss. Der ist ehrgeizig und gleichzeitig ist es natürlich noch kein perfektes System. Und wir haben uns schon in der Erarbeitung dieser Senatsvorlage, die im Moment übrigens im Mitzeichnungsverfahren ist und noch Ende März verabschiedet werden soll vom Senat, wir haben uns natürlich auch erkundigt, wie das andere Städte, beispielsweise Oslo oder auch andere, machen, die ähnliche Klimagovernance und auch ein Klimabudget schon eingeführt haben, und wir haben versucht, das, was für uns sinnvoll ist und was uns am praktikabelsten schien, zu übernehmen. Wir sind alle noch auf dem Weg. Eine weitere Sache zu den Empfehlungen des KlimabürgerInnenrats, die einfließen sollen, habe ich, glaube ich, schon was gesagt, auch noch zu dem Thema Klimaschutzbeirat. Wir haben ja einen auch wissenschaftlich besetzten Klimaschutzrat, der mit Verbänden und Expertinnen und Wissenschaftlerinnen besetzt ist, der wird neu eingesetzt, und natürlich kann auch der Senatsausschuss, der Klimaausschuss des Senats, den beiziehen, wenn er Fragen hat. Die, glaube ich, eine spannende Frage, wo wir jetzt aber erst noch einen Auftrag gegeben haben, nicht mehr für diesen Haushalt, das wäre viel zu spät, sondern für den nächsten Doppelhaushalt, einen Auftrag an den Finanzsenat, gemeinsam mit meinem Haus einen Vorschlag erstmal zu machen, wie man auch bei der Haushaltsaufstellung noch stärker die Klimaschutz-, also das CO2-Budget berücksichtigen kann. Das kann bedeuten, dass wir einfach mit dem Doppelhaushalt gleichzeitig alle Häuser auch vorlegen, in einem eigenen Kapitel beispielsweise, welche Maßnahmen sie in ihrem Haus vorlegen für den Klimaschutz, wie die auch finanziell untersetzt sind, einfach um das transparent zu machen, natürlich damit auch automatisch für sie als Abgeordnete transparent machen. Wir wollen aber auch überlegen, wie wir bei den politischen Maßnahmen, die wir ergreifen, auch bei Investitionsüberlegungen der einzelnen Häuser, wie wir einen CO2-Schattenpreis oder einen Schadenspreis quasi noch mit einberechnen. Das heißt, wenn wir sinnvoll auch mit ökonomischen Instrumenten steuern wollen, dann müssen wir die Maß an CO2-Verbrauch praktisch bei einzelnen Maßnahmen im Sinne eines Schattenpreises mit berücksichtigen. Auch das sind alles Instrumente, die im finanzpolitisch spannende Instrumente, die aber erst erprobt und erarbeitet werden müssen. Wenn unsere Vorlage so vom Senat beschlossen wird, dann hat damit der Finanzsenat und mein Haus einen Auftrag, sowas zu erarbeiten bis zum nächsten Doppelhaushalt. So, danke, Frau Senatorin. Machen wir mit der Fraktionsrunde weiter. Herr Dr. Taschner hat sich von der Bündnis 90 Die Grünen-Fraktion gemeldet. Sie haben das Wort, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Senatorin, dass Sie uns heute mal so die Grundzüge Ihres Konzeptes der Klimagovernance skizziert hat. Sie hat da unsere volle Unterstützung, das, glaube ich, wenig verwunderlich ist. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt mit diesen Maßnahmen, wie sie geschildert worden sind, anfangen. Sie haben ja schon andere Städte genannt, Oslo zum Beispiel, damit haben wir uns ja innerhalb der Grünen intensiv beschäftigt. Die gehen noch ein ganzes Stückchen weiter. Ist allerdings auch ein bisschen eine kleinere Stadt, sind andere Strukturen. Also es ist immer so, auf andere Städte schauen und dann 1:1 kopieren, funktioniert halt nicht. Ich sehe deswegen diese Klimagovernance, so wie sie jetzt aufgesetzt ist, deswegen auch einen Einstieg. Mit dem Haushalt haben Sie ja schon gesagt, das werden wir auch in dem Haushalt alles ja nicht hinbekommen. Wir wollen ihn so schnell wie möglich verabschieden, um wieder handlungsfähig zu werden. Aber ich denke, perspektivisch sollten wir beim nächsten Haushalt stärker drauf schauen. Und dann sollten wir auch im Laufe der Legislatur schauen, wie können wir eine Klimagovernance letztendlich auch noch ausweiten, ne, in der Richtung. Weil ich finde, diese Klimagovernance und auch der von Ihnen angesprochene Senatsausschuss Klimaschutz macht es eben noch viel stärker deutlich, dieses Zusammenarbeiten, ne, auf allen Ebenen, wo wir vorhin beim BEK schon drüber gesprochen haben. Und es ist eben nicht nur im Umsetzungskonzept des BEK. Und vielen Dank hier an der Stelle, Frau Züchner, jetzt habe ich es gefunden, wo ich es immer
gesehen habe, wo die Senatsverwaltung genannt wird. Also man müsste schon ein bisschen drinnen sein, um genau zu wissen, wo denn Senatsverwaltung für was verantwortlich sind. Und ich glaube, mit so einem Ausschuss wird das nochmal deutlich sichtbar, auch nach draußen deutlich sichtbar, da auch der Senat als Gesamtverantwortung letztendlich sieht. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen auch Richtung Initiative, Richtung der Bevölkerung. Und wie gesagt, wir freuen uns darauf und sehen das aber, wie gesagt, als einen Einstieg und sind gerne bereit, das auch noch im Laufe dieser Legislatur gerne weiterentwickeln zu können. Danke, Herr Abgeordneter. Auf der Redeliste stehen Herr Reichschneider von der FDP-Fraktion, dann Herr Freimark von der CDU-Fraktion. Herr Reichschneider, Sie haben das Wort, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Senatorin, für diese, sagen wir mal, Skizze der Maßnahmen. Und schön, dass das bis Ende März dann öffentlich vorliegen soll. Ich habe die Rechenschaftslegung, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, vielleicht habe ich nicht richtig zugehört, aber findet die Rechenschaftslegung der Klimagovernance öffentlich statt oder nur innerhalb der Senatsarbeitsgruppe? Und in welchem Form wird die Öffentlichkeit informiert? Werden die sogenannten messbaren Erfolgsindikatoren, an denen Sie arbeiten, öffentlich gemacht? Und wird auch der Umsetzungsstand jeweils öffentlich gemacht, beispielsweise in einem jährlichen Bericht oder in einem quartalsweisen Bericht? Dann hatte ich noch gefragt nach der bezirklichen Kosten- und Leistungsrechnung im Hinblick auf den Klimaschutz, was ja in den Richtlinien der Regierungspolitik drinsteht. Wann ist damit zu rechnen? Und Sie hatten über sozusagen so den Schattenpreis von Maßnahmen gesprochen, wenn ich den Begriff jetzt gerade richtig hatte, was sozusagen also Maßnahmen an Klimaschaden in Anführungszeichen auslösen. Mit Blick auf die Solardächer und die Wirtschaftlichkeitsberechnung steht ja im Gesetz drin, wie ich jetzt gelernt habe, 180 Euro pro Tonne CO2 als so Schadenspreis, Klimaschadenspreis, den man ansetzen soll. Ist das auch der Betrag, mit dem Sie beispielsweise den Klimacheck bei der U-Bahn machen werden? 180 Euro für eine Tonne CO2 beim Klimacheck für die U-Bahn? So, danke, Herr Abgeordneter. Jetzt hat Herr Freimark das Wort, bitte. Ja, vielen Dank. Ich kann es auch recht kurz halten. Ich finde dieses Thema Klimascheck insofern sehr spannend, weil es auch seitens des Abgeordnetenhauses von uns Abgeordneten bestimmt immer mal wieder Anliegen geben wird, die an Sie herangetragen werden, die aber oft nur ökonomisch betrachtet, aber selten ökologisch betrachtet werden. Und das wird natürlich eine spannende Aufgabe sein, dann auch sich da etwas ehrlicher zu machen und auch die ein oder andere Idee ökologisch zu bewerten und zu beantworten. Das zweite Thema, ich habe während Ihrer Ausführungen die ganze Zeit immer daran gedacht, wie schwer es eigentlich ist, mit diesen 12 Bezirken irgendwie Klima oder Governance zu organisieren. Wir hatten es von der Kollegin Wolf gehört beim Thema Bauschutt, geht ja auch weiter über Sperrmüll und so weiter. Und dann gibt es die Diskussion, kann die BSR das einsammeln oder nicht? Aber das Ordnungsamt muss doch auch ermitteln, damit gegebenenfalls der Verursacher dieser Vermüllung auch vielleicht gefunden wird. Also lange Rede, wie gehen wir denn mit den 12 Bezirken um? Haben Sie da eine neue Idee, eine andere Idee? Weil das, was ich aus der Vergangenheit gehört und gelesen und gesehen habe, hat mich immer eher so, oh, das ist schwierig. Und das Interessante ist, dass ja beide Seiten es schwierig finden. Also es ist ja nicht nur die Senatsseite, die sagt, die Bezirke sind komisch, die Bezirke sagen, der Senat ist komisch. Also haben Sie da eine Idee zu? Das würde mich sehr interessieren, was Sie da vielleicht auch bereit sind zu tun, damit es besser wird. Danke, Herr Abgeordneter. Gibt es weitere Wortmeldungen aus den Fraktionen? Das sehe ich nicht. Frau Senatorin, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Das Monitoring-System, das digitale Monitoring- und Informationssystem DBEC, über das werden wir die Ergebnisse veröffentlichen, so wie das jetzt auch schon passiert, Herr Reifschneider. Sie müssen sich nicht vorstellen, dass wir jetzt komplett das Rad neu erfinden. Ich hatte das ja schon gesagt, wir setzen auf dem auf, was wir heute schon diskutiert haben, was im EWG und beim BEK eben auch schon festgelegt ist. Wir versuchen... Der wesentliche Punkt ist tatsächlich, dass wir versuchen, diese Gesamtverantwortung der Regierung für dieses eine Thema nochmal auf eine ganz andere Weise mit Leben zu erfüllen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt dabei. Und insofern sind die
sind es, insofern es den Klimaausschuss angeht, sind die Ergebnisse so öffentlich, wie es alle Senatssitzungen dann am Ende die Ergebnisse öffentlich werden, ist das Monitoring keins, das jetzt speziell für den Senat gemacht wird, sondern wir werden das bestehende Monitoring versuchen noch zu verfeinern, auch eben, wie gesagt, soweit es geht. Aber das hat Herr Taschner auch in Oslo, habe ich jetzt gelernt, funktioniert das längst nicht bei jeder Maßnahme, dann eben messbare Indikatoren zu finden, auf die man das runterbrechen kann. Das geht bei den Einzelmaßnahmen besser, bei den anderen schlechter. Auch die arbeiten daran. Das hilft alles. Die spannende Frage ist aber trotzdem, und ich möchte Sie gerne dafür gewinnen, da vielleicht auch Ideen noch mit reinzugeben. Sie können als Abgeordnete dann sehr leicht, und das werden auch wir selbst noch besser, als es jetzt schon möglich ist, sagen, dass Ziele nicht erreicht werden. Das werden auch, und das kann auch die Zivilgesellschaft, da wir das dann veröffentlichen, wird man öffentlich immer sehen, Sektorziele sind erreicht oder Sektorziele sind verfehlt. Das werden wir schnell gemeinsam feststellen. Die spannende Frage ist ja eher, wie können wir wirklich nachsteuern, um das zu verbessern? Und da wird es sehr viel schwieriger. Deswegen habe ich auch immer schon gesagt, bei der ganzen Debatte um wie radikal muss oder kann Klimaschutz sein, ich halte es nicht für radikal, nur die Zielzahlen immer weiter runterzurechnen, denn das kann man sehr schnell aussprechen. Die spannende Frage ist ja, mit welchen Maßnahmen kriegen wir denn das hin in einem demokratischen Rechtsstaat? Das ist ja eigentlich, da ja vermutlich niemand von Ihnen eine Ökodiktatur anstrebt, ist das die eigentlich spannende Frage. Und die ist sehr viel schwerer zu beantworten, als nur festzustellen, dass Ziele verfehlt worden sind. Aber das werden wir transparent machen. Das ist ja, wir treiben uns damit quasi selbst noch stärker als bisher an, indem wir ein Monitoring machen, mit dem natürlich auch das Verfehlen der selbstgesetzten Ziele öffentlich gemacht wird. Aber ich sage Ihnen nur, die eigentlich ehrgeizigere und sportliche und meiner Meinung nach auch spannende Aufgabe ist, sich zu überlegen, mit welchen Maßnahmen kommen wir weiter. Also mit Maßnahmen, wie die tatsächlich jetzt auch im Rahmen des BEK diskutiert werden. Und da bin ich für alle möglichen Ansätze offen, wenn sie wirklich helfen. Und damit komme ich zum Thema Klimacheck U-Bahn. Tatsächlich ist der Klimacheck für alle Maßnahmen auch eine Sache, Herr Freimark, Sie haben recht, die gibt uns ein Instrument an die Hand, muss aber natürlich auch gelebt werden. Denn auch da, wenn das nur Papier ist, das Senatsverwaltungen zusätzlich noch ausfüllen, sozusagen nach dem Motto Haken dran, hat keine klimarelevanten Auswirkungen oder können nicht bemessen werden, so, weil es halt ein Papier mehr ist, dann bringt uns das wenig. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal öffentlich gesagt und es wurde ja auch von gerade aus meiner Partei heraus stark gefordert, dass man natürlich auch Maßnahmen wie den U-Bahn-Bau klimapolitisch bewertet. Und es ist so, Tunnelbau verbraucht viel CO2, also das Beton und Zement verbrauchen einfach viel CO2. Das lässt sich auch beim Tunnelbau nicht vermeiden. Insofern sind übrigens klimapolitisch U-Bahn-Strecken, auch die oberirdisch verlaufen können, ganz anders zu bewerten als Klimastrecken, als U-Bahn-Strecken, die im Tunnel verlaufen müssen. Es ist tatsächlich so, nicht jede U-Bahn verläuft ja unterirdisch. Trotzdem muss das Ganze eine Gesamtberechnung sein. Und die Tatsache, dass wenn wir insgesamt feststellen, dass sehr viel Verkehr, der heutzutage als Autoverkehr stattfindet, verlagert werden kann durch eine U-Bahn, dann ist es ein starker langfristiger Effekt. So, und der muss mitberechnet werden. Und deswegen habe ich gesagt, es muss eine Gesamtrechnung sein. Ob wir die 180 Euro zugrunde legen, spricht einiges dafür, Herr Ralf Schneider. Habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber es ist nicht das einzige Argument. Gerade beim Thema U-Bahn-Bau steht ja praktisch Klimaschutzeffekt gegen Klimaschutzeffekt, wenn Sie so wollen. Der beim Bau gegen den im Betrieb. Und das muss man natürlich in der Gesamtbetrachtung berechnen. Stichwort Kosten-Leistungsrechnung, klimafreundliche Kosten-Leistungsrechnung für die Bezirke, das wäre ein Beitrag für den Klimaschutz, den ich hauptverantwortlich beim Finanzsenat und nicht bei uns sehe. Da müssten wir, also können wir gerne einladen und über dieses Thema mal diskutieren. Ein ähnliches Thema, auch da wird immer der Finanzsenat ganz stark mit reinkommen, ist die Frage, wie wir insgesamt mit den Bezirken vorankommen können. Das ist nochmal eine Frage von Herrn Freimark. Ganz grundsätzlich, glaube ich, werden die Bezirke noch schneller als die Hauptverwaltung an ganz vielen Stellen sagen, wir wollen ja, aber wir können einfach nicht. So, weil wir die personellen, finanziellen Ressourcen nicht haben. Ein Instrument, auf das wir uns verständigen können, aber
Auch das hängt von Geld und Personal ab, sind Zielvereinbarungen. Ich halte das grundsätzlich für einen guten Weg, weil Zielvereinbarungen ein kooperativer Weg sind. Man verständigt sich auf ein gemeinsames Ziel und verabredet, was nötig ist, damit die einzelnen Akteure dieses Ziel dann auch wirklich umsetzen können. Und das bedeutet ja vor allem für die Bezirke, den neuen Aufgaben muss eben Geld und Personal auch folgen, sonst geht es nicht. Also was was schlecht funktioniert, ist den Bezirken einfach nur zusätzliche Aufgaben, auch im Zeichen des Klimawandels und Klimaschutzes, zuzuweisen, aber dann nicht Geld und Personal folgen zu lassen. Deswegen ist das alles leider dann auch vom insgesamt möglichen finanziellen Rahmen abhängig. Auch das müssen wir uns klar machen. Und ja, das sind Begrenzungen, aus denen auch wir nicht rauskommen werden. So, danke, Frau Senatorin. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Das sehe ich nicht. Dann wird die Besprechung damit abgeschlossen. Dann machen wir mit dem Tagesordnungspunkt 4 weiter. Verschiedenes. Gibt es von Seiten der Ausschussmitglieder oder seitens des Senats noch Wortmeldungen? Herr Freimark, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hatte nur noch einen kleinen Punkt. Wir hatten ja in der ersten Sitzung über die Gestaltung der Tagesordnung gesprochen und ich hatte da offensichtlich ein kleines Missverständnis. Ich würde mir wünschen und wollte hier in die Runde fragen, ob das für alle Kolleginnen und Kollegen akzeptabel wäre, dass wir die aktuelle Viertelstunde und den Bericht aus der Senatsverwaltung einfach förmlich trennen. Das heißt, die aktuelle Viertelstunde bleibt bestehen, aber es kommt eben der neue Tagesordnungspunkt Bericht aus der Senatsverwaltung, wo dann entweder wie von Frau Senatorin mal das Wort ergriffen oder mal nicht. Aber so hat es nochmal ein eigenes Standing und ich würde es sehr begrüßen. So, weitere Wortmeldungen dazu, Gegenrede? Das sehe ich nicht. Dann würde ich einen Vorschlag machen. Ich sehe hier keine Gegenrede. Dann würde heißen Bericht aus der Senatsverwaltung. Dann neue Regelung Punkt 5 würde so lauten als Vorschlag. Als ständiger Tagesordnungspunkt wird der Bericht aus der Senatsverwaltung auf die Tagesordnung jede Sitzung aufgenommen, in Klammern nach der aktuellen Viertelstunde. Die Senatsverwaltung erhält die Möglichkeit, den Ausschuss über wichtige und aktuelle Themen zu informieren. Der Bericht soll kurz, das betone ich, kurz gefasst werden. Die Mitglieder des Ausschusses erhalten die Möglichkeit für kurze Nachfragen. Dann würde Punkt 4 Absatz 10 der Verfahrensregularien heißen, der Senat hat in der aktuellen Viertelstunde die Gelegenheit, zu aktuellen Themen in kurzer Form zu berichten. Das würde dann entfallen. Sind Sie, natürlich die Nummerierung der nachfolgenden Punkte würde sich dementsprechend ändern. Wären Sie mit diesem Vorschlag einverstanden? So, ich sehe Kopfnicken, kein Widerstand, dann machen wir es so. Dankeschön. Dann gibt es von Seiten des Senats Wortmeldung? Nein, das ist auch nicht der Fall. Dann ich bitte die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen zur Besprechung der Tagesordnung für die kommende, nämlich vierte Sitzung, noch hier im Raum zu verbleiben. Das heißt, die anderen Kolleginnen und Kollegen bzw. Fachreferentinnen und Referenten den Raum zu verlassen. Danke an die Mitarbeiter der Technik, danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussbüros und auch dieses Hauses. Und auch an Frau Schmidt natürlich aus dem Ausschussbüro. Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Tag. Bleiben Sie gesund und bis bald.